So, dann wollen wir doch mal schauen. Jetzt fehlt uns ja nur noch Wintertundra. 67% haben wir. Ich meine, es kommt mir, ne, kommt mir um einiges mehr vor. Oder um einiges weniger. Ich weiß auch nicht, es ist total weird. Muss ich jetzt die... Ich glaube, ich muss die mit dem Dings kaputt machen. Tja, Spyro, die Sache ist so. Ich kann dir nur noch eins beibringen. Und wie alles, was etwas wert ist, wird es nicht billig. Erzählst du mir deine Schwäche, wie ich dich umbringen kann? Der Kopfstoß-Move ist echt ganz einfach. Du musst nur springen und dann Aktion drücken. Boah, scheiße. Das ist ja wirklich ganz einfach. Fühlt sich vor allem um einiges leichter an als damals. Damals im Original hatte ich immer das Gefühl, dieser Kopfstoß, der wollte immer nicht so ganz, wie du willst. Sim. Das klingt immer noch so befriedigend einfach. Diese Tellerminen kaputt machen, ey. Ich bin ja dafür, wenn wir das hier fertig haben. Wenn wir Spyro komplett fertig haben. Das ist auch den dritten. Wir feuern einfach Sparks für Inkompetenz. Das seien wir mal ganz ehrlich, also. Ja, ganz ehrlich. Hey, hol. Hey. Es geht, du Stinkmorchel. Ich wollte gerade kräftig kacken. Ah. Ja. Die erste Vorbereitung. Das letztes Rennstreckenabenteuer, Spyro, ist gar nicht mal so teuer. Gar nicht mal so teuer. Es kostet eine nur 200. Entscheidung. Ein schneller Drache wie du hat das Geld sicher im Nu wieder drin. Vor allem hat das Geld im Nu wieder drin, du alter Kackbalzen, ey. Ah, Geldsack. Ah, Geldfuck. Zukünftiges Brandopfer. Eigentlich sollten wir ihn, glaube ich, wirklich nur noch so nennen. Zukünftiges Brandopfer. Weil, seien wir mal ehrlich, was anderes wird er nicht sein. Klar, es dauert noch ein bisschen, aber... Ne? Der Geruch vom verbrannten Fell am Morgen. Oh no! Elinora, danke dir fürs Follow und Maduden! Maduden! Madudenstrudel! Oh ja, und hol, danke für die, für das Gear, ne? Ach. Ja, ich war vorhin... Gehilfe angeschleppt. Ich war noch mal vorhin kurz, Hat den Gehilfe angeschleppt? Die verbringen ja das ständig. Level 60er Magier-Gear. Ach das, nee, das war Magier-Gear, habe ich hergestellt. Ach so, die Sense ist von deinen Leuten. Nun, es ist ein kleiner Trost, das ist cool, dass du trotzdem so viele danke. Kugeln gesammelt hast. Mein Hochleistungs- du brauchst glaube ich, eher als ich. Ja, also ich arbeite aktuell an zwei meiner Magier, aber bis die Level 60 sind oder so, das dauert noch. Man muss trotzdem dafür sorgen, dass du was anderes zu tragen hast als diesen Schokofuck. Ey, komm, ich trag den doch jetzt schon gar nicht mehr. Ja, du wirst sehr schnell rückfällig. Ich habe meine geheime Identität aufgegeben. Hast du doch gesehen. Das war Bob, Mann. Meine geheime Identität, ich habe sie hergegeben. Du hast dich direkt vor uns aller Augen umgezogen. Gar nicht wahr, du hast sogar deinen Spruch eingeübt. Stimmt gar nicht. Stimmt wohl. Das ist deine Sicht der Dinge. Wir haben es auf Band. Verdammt. Verdammt. Sparks, du Kackbatzen. Alter, ich sammle die gerade eher selber ein. Was Sparks, du faules Stück Müll. Mach doch mal deinen Job. Und erledige diesen Job. Sim. 404 Sparks und Found. Ripto war nie für seinen Mut berühmt. Er hat sich hinter dieser Tür verschanzt. Der Professor glaubt, dass sie nur mit sehr vielen Kugeln zu öffnen ist. 40 Kugeln? Echt, man hat so viele Kugeln allein für den Final Boss gebraucht? Okay. Ich habe mir in Erinnerung gehabt, dass man so viele Kugeln für den Boss braucht. Naja, ein Maschinengewehr war praktisch. Ja, aber das will ja immer keiner laut sagen. Oh, Drachen bewaffnen. Oh, ja, oh. Oh. Oh, wir bewaffnen unsere Drachen. Was kommt als nächstes? Wir bewaffnen unsere Lehrer? Okay, nee, sorry. Was für Lehrer? Hast du dir mal die Spackos angeguckt, die da rumrennen? Grenzdebile Tiger. Grenzdebile Tiger. Fette Bären, die Geld klauen. Oh, das darf man ja gar nicht mehr sagen.
Ich meine, grenzdebile, gestreifte Säugetiere nicht genannter ethnischer Herkunft. Stell dir mal vor, der Jäger wäre wirklich so einer, so nach dem Motto, so easy offended. Hast du mich noch, weil ich ein Tiger bin? Also nur weil ich ein Tiger bin, bin ich automatisch verwandt mit Toni dem Tiger oder was? Willst du das damit sagen? Nö, das lass mir nicht gefallen. In Asien fressen sie meinen Schwanz pulverisiert als Aphrodisiaka. Willst du mir das damit sagen? Alter, leicht offendete Tiere, das müsstest du nochmal bringen. Leicht offendbare Tiere, ja. Alter Sparks, ich war doch hier unten. Du Frickvieh. Benjamin Blümchen kriegt einen Tobsusanfall, weil Otto ihn fett genannt hat. Reiß ihm den Kopf ab. Wer ist jetzt fett, Otto? Zuckerstückchen. Wie ich sehe, weißt du den Wert von Kugeln zu schätzen. Mit deiner tollen Kugelsammlung sollte das. Das ist auch immer das Naheliegendste. Verfolgst du mich seit 2009, da bist du ja tatsächlich ultra lang schon dabei. Entweder das oder du wirst ultra schlecht als Stalker. Ne, eher ultra gut, weil ich ihn denn nie gesehen habe. Ja, aber nur verfolgen und nie erwischen? Hä? Das kann man ja nicht sagen, so. Das weißt du ja nicht. Ne? Ja, gut. Ach, super. Das letzte Geld ist natürlich wieder hinter der Tür. War ja mal wieder klar. Bei einem Stalker muss man ja halt irgendwo unterscheiden. Will er nur gucken oder auch anfassen? Kommt aufs Geschlecht an und ob es bewaffnet ist. Ah ja. Ey, Kammer. Schon genug Kugeln, um Reptil zu flambieren. Ja, ich bin halt. Ich habe jetzt noch kein Backtracking gemacht, deswegen. Es fehlen in der ersten Welt halt noch einige Sachen. Die zweite Welt habe ich so gut wie komplett. Ah ne, in der zweiten Welt haben mir zwei Level gefehlt, wo ich nicht komplett machen konnte, wegen dem, weil mir hier der Kopfstoß gefehlt hat. Also wenn ihr mal ein Geschmackserlebnis haben wollt, ihr lieben Zuschauer, fett Raclette essen und darauf eine Eukalyptus-Langzeit-Tablette. Das ist mal Römchen. Welche böse Macht hinter dieser Katastrophe steckt. Naja, sag mal so, über eine Woche ständig auf die Stunde genau Keuchhusten haben, bringt's auch irgendwie nicht. Nee, nicht wirklich. Wir haben jetzt mal so ein paar Tabletten gekriegt, wo man mal angestiffen hat. Honk. Ist nur interessant, wenn du beim Rülpsen plötzlich Eukalyptus im Mund hast. Ja, warum nicht, ne? Alter, ich hab grad einen Elefanten angezündet und der ist einfach umgekippt. Armer Benjamin. Was hat er nur davon? Was hat er davon, wenn er einfach einen Mord begeht? Wahrscheinlich hat er sich an Otto verschluckt. Warte mal. Wenn ich mich zu Wort melde, ich bin jetzt 15 Jahre alt und genau, wie sie mir meine Kommentare schreibt. Mein Gott, da kennst du mich ja. Oh mein Gott. Du warst ja dann ja mega jung, als du mich kennengelernt hast. Cool, ich war damals also schon ein schlechtes Beispiel für Kinder. Fürs Leben gezeichnet. Was hast du denn hier dabei gedacht, als du den kleinen Kevin angezündet hast? Yoshi, du hast gesagt, wenn was brennt, dann nur er. Ja, eben. Also, was eigentlich jetzt in dem Kontext keinen Sinn macht, aber gut. Er wollte rausfinden, ob es wahr ist. Er hat gelogen. Oh, Moment mal kurz. Boah, ich hab grad voll. Der Oberschattige. Boah, Alter. Boah, kennt ihr das, wenn euch auf einmal irgendwas in der Nase hängt und ihr nicht wisst, was das ist? Boah, Sekunde. Wo man sich hofft, bitte lass es nur ein Pupel sein. Was meinst du? Man hofft sich dann immer, bitte lass es nur ein Pupel sein. Ja. Wieso? Was kommt bei dir sonst aus der Nase? Kommt drauf an, was man sich vorher reingesteckt hat. Lego, Knete. Ach, ein Zahnstocher. Natürlich. Was man halt so alles findet. Bakugan. Bakugan? Ich hab einen Bakugan in der Nase. Das ist meine liebste Vorstellung, wie sie auf die Serie kam. Der Autor voll die Nase verstopft, erstmal durchgeschnieft. Bakugan, stump! Hat so voll den Rotzklumpen auf den Tisch kleben. Voll unförmig. Was ist das? Das ist eine neue Idee für eine Serie, Chef.
Ich nenne es Baku. Sie sind gefeuert, ja, aber wir verkaufen deine Idee trotzdem. Das ist eigentlich, ja eben, das ist das Koks, was mir gehört hat. Richtig. Ich bin mittlerweile so bekannt als Streamer und YouTuber, ich kann mir Koks leisten. Das Gute von ja. Das Gute von gut und günstig, ja. Steht immer gleich neben dem Backpulver. Ja eben, seid mal ehrlich, ihr kauft doch auch bestimmt das Gute, gut und günstig Koks. Ich meine, warum auch nicht? Das ist nur Mehl, aber hey. Ey komm, warum soll man immer teures Markenkoks kaufen, wenn du auch ganz normales, gut und günstig Koks kaufen kannst? Gott, die füllen da auch nichts anderes ein. Ist vielleicht ein bisschen zerschnitten, aber hey. Ey, Kronaski. Penumbra und Punch-Out. Boah, das war ein Klassiker. Wo ich damals noch zu dumm war, Steam richtig zu benutzen. Wann kommt eigentlich wieder Punch-Out? Halt dein Maul. Einer müsste es sagen. Machst du wieder Ratchet & Clank 3? Okay, sorry. Machst du? Er hat's gesagt. Ich hab gehört, du machst. Na klar, schenk mir die Konsole, die Ausrüstung und die Zeit. Easy. Alles, was ich machen muss, ist, ich schick dir meine alte Wii, eine alte Capture Card und einen Time Lord. Yay! Du lässt es immer klingen, als wäre das ein Problem. Ich will aber den 10. Die anderen Time Lords stinken. Okay, der 9. ist auch ziemlich geil. Soll mal Ansprüche stellen hier. Ich glaube, es geht los. Ja klar, kommst du mir mit deinem 11., komm ich dir mit der Kettensäge. Ach ja, jetzt bist du aber hier soßig. Der 11. war scheiße. Ich hab da keine Ahnung von. Jetzt müssen sich die Fanboys streiten. Gehen wir jetzt auf den, der den 11. Scheiß gefunden hat, oder auf den, der es noch nie geguckt hat? Was denn hier? Das Leben. Das ist das Leben. Das ist der Tod. Das ist mein Leben. Jesu betriggert. Kommt's auf einmal rüber, schlägt mir die Fresse ein. Ach so, ich soll Kiesu mal triggern, Sekunde. Shadow sagt, Kebaldi ist kacke. Ah ja. Hab ich überhaupt. Wiederhol das jetzt ganz laut. Ich hab nicht mal eine Ahnung, wer das ist, also. Einfach laut wiederholen. Nein. Fuck you. Ein schwedischer Time Lord, das wäre auch mal was. Schwedischer Time Lord. Krakalöker. Muss jedes Mal seine Screwdriver erstmal mit dem Imbus zusammenschrauben. Mir fehlt aber noch Teile. Ey, wo sind sie denn? Die Gegner wären dann auch geil. Die Daleks. Was ist das denn? Die Daleks? Oh, das Gott, Superman. Das Oh Gott, das ist einfach nur eine manisch-depressive Ente. Was, Mann, die manisch-depressive Ente gefunden? Ja, und eine, die ist ganz chill. Aber die andere ist total mega depressiv hier. Okay, die eine kokst, die andere kifft. Welche ist welche? Weiß nicht, ich glaube, die kleine ist die kokst, die andere nicht. Welche ist glücklich, welche fliegt? Nee, fliegen tun sie beide nicht, aber... schwierig. Okay, bei welcher würdest du eher sagen, I believe he can fly? Auch schwer. Ich glaube, die eine ist zu depressiv zum Fliegen. Also, dann hast du den Kiffer schon rausgefunden. Richtig, nicht die Depressive. Ich wollte gerade sagen, ich habe mir nie so was reingezogen, deswegen ich habe keine Ahnung, was da die Wirkungen sind. Tamlor kann kein... Oh ja, Mensch. Hackerlöker und so. Alter Sparks, nimm doch Zeug mit. Diskutier doch nicht mit mir immer. Wo zur Hölle bin ich jetzt? Hey, ich war doch hier am Ende gerade. Vom Spiel, der eine Neuerung von Geld sagt: Wenn du das benutzt, wird Sparks immer auf dich hören. Fick dich! Hatte Sparks gerade die ganze Zeit so ein Dings vor sich? Das sah gerade aus, als hätte er die ganze Zeit so ein scheiß Vieh vor sich gehabt. Ein Schmetterling. Ein scheiß Vieh. Kann ich? Vielleicht ist er ja einsam. Oder einfach nur hungrig, eins von beiden. Vor allem, ich erinnere mich an dieses Level hier echt null. Das ist total weird. Hm?
Alter, unter Wasser die Kamera, ne? Ich hab so das Gefühl, das war irgendwie eine Trophäe, wenn ich diese ganzen, was auch immer das um ist, umbringe. Ich töte einfach mal alles. Ah, altbekannte Technik. Altbekannte Technik, ja. Ich kill dich, du killst mich. Und ich schlag dir ins Gesicht. Komm, das sind... Sind das Schnabeltiere? Ja, das sind Schnabeltiere. Aber seit wann haben Schnabeltiere Stacheln? Schnabeltiere. Also wie Igel jetzt in dem Spiel oder wie? Nee, wie Kugelfische. Die haben Stacheln wie Kugelfische. Das ist neu. Gut, Schnabeltiere haben ein Dorn, aber... Ja, aber das ist das nicht deren Giftzeug? Ja, ja, die haben halt ein Giftdorn. Wo war denn der? Ich habe keine Ahnung. War der nicht irgendwie... Ja, stimmt, die haben eine Kralle mit Gift, war das. Eine Kralle? Ich weiß es auch nicht mehr. Könnt ihr mal sehen, liebe Eltern. Hier lernt man sogar tatsächlich was. Das manchmal. Ist also die Quizfrage. Wie arg musst du mit dem Schnabeltier auf den Sack gehen, damit es dich kratzt? Weiß nicht. Ich kenne mich mit Schnabeltieren jetzt nicht aus. Ich bin jetzt kein Schnabeltierologe oder so. Und ich habe bis heute noch keins gegessen. Kann man Schnabeltiere essen? Sollte man Schnabeltiere essen? Keine Ahnung. Die Frage Frage, ob sollte, ist sowieso immer so eine Sache. Die Frage ist eher, lohnt sich's oder und kann man? Ja, können bestimmt. Ich meine, es lebt, also kann man es essen. Ja. Weiß man halt nicht, nach was schmeckt's. Ich muss eingenickt sein. Oh je. Hey, Pixel. Es scheint, als hätte ich den Springbrunnen ausgehen lassen. Hier, nimm diese Kugel und sag Hydra nichts von meinem kleinen Nickerchen. Wenn man mal so nach der Wildtierlogik geht, die meisten Tiere schmecken eher nach dem, was sie so fressen, Kröter etc. Ja, und jetzt wenn. Stell dir mal vor, du haust dir einen Biber auf den Grill. Du hast ja gar keine Holzkohle. Schmeckt ja nach Holz. Schön holziges Aroma, Dude. Ich hab noch nicht mal angezündet. Benutze ich den Biber jetzt als Grillfleisch oder als Anzünder? Wahrscheinlich schneidest du hinten die Rute ab und wirfst sie ins Feuer. Ich habe sogar mal irgendwie gesehen, die Rute soll sogar ziemlich gut sein eigentlich. Haben sie darauf nicht auch dieses Fleckmann-Gedöns aufgebaut, dass die Rute als Delikatesse gilt? Ich glaube ja. Ich glaube, da war was. Also streng genommen kann man alles essen. Ja, das ist die Frage. Streng genommen kann man alles essen. Die Frage ist, ob man es mehr als einmal essen kann und ob man sollte. Ja gut, alte Pilzsammlerregel, du kannst jeden Pilz einmal essen. Ob du es überlebst, ist was anderes. Ja eben, aber jedes Mal einmal. Aber ja, also das ist eigentlich sowieso immer so eine gute Faustregel. Du kannst alles einmal essen, ob du es überlebst, ist was anderes. Ah, Spyro, ein freundliches Gesicht. Diebe haben 4 Zündkerzen geklaut und jetzt komme ich hier nicht weg, bitte. Okay. Wo sind die Diebe? Ah, lass mich raten. Bei diesen komischen Kästen da. Vielleicht bist du der Dieb. Vielleicht bin ich der Dieb. Oder ihr. Vielleicht habt ihr ja die Dings geklaut, die Zündkerzen. Die Schmatzkerzen. Was ist da? Was ist das denn da oben? Oh Gott. Kann ich auch nichts machen. Nope, das ist nicht ansatzweise hoch genug. Ach so, hier. Ah, so weit wird das. Gut, dass die hier einen Kessel haben. Und noch mehr Edelsteine. Wo ist denn der Penner jetzt? Scheiße, ich hätte immer direkt hinterherlaufen sollen. Hä? Ach, da hinten! Da ist der Assi. Komm her, Kumpel.
weil du drauf fährst und so. Das ist wahrscheinlich ein anderer hier. Gotcha. Got Zündkerze. Sparks, da ist... Wo soll da was sein? Au. Ach komm, jetzt fang nicht wieder damit an. Fang nicht schon wieder damit an, Sparks. Oder was auch immer. Könnte ich auch einfach rüber marschieren. Aha! Okay, so das Problem hat sich schon mal gelöst. Spyro, schön dich zu sehen. Ohne meinen Bleistift bin ich völlig nutzlos. Ich habe hier dieses Ei. Vielleicht kannst du es gegen meinen Bleistift eintauschen. Ich soll ein Ei gegen einen... Okay, cool. Soll ich es kochen oder... Wieso kann ich mich an dieses Level so absolut nicht erinnern? Ich habe wirklich null Erinnerung. Haben Sie etwa ein Level eingebaut, das Sie bisher nur als Konzept hatten? Nee, das glaube ich nicht. Lass mich unrealistische Standards aufstellen. Vor allem jetzt habe ich ein Ei, wunderbar. Soll ich es kochen oder was? Brühe das aus. Ich bin Drache. So was machen wir nicht. Da oben war ein Kessel. Scheint nicht so. Nee. Ich ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Ei anfangen soll. Außer rumeiern. Zwlong. Zweifelsvolle Westgarten-Schädel werfen. Ich spuck's erstmal hier kurz hin und kümmere mich erstmal um den anderen Kram. Speed on it. I will speed on it. Oh, mehr. Fuck. Double fuck. Wunderbar. Jetzt ist er weg. Oh Mann, geh doch da einfach hoch. Hoffnung hat der Mann. Niedlich. Da ist die Pissbirne. Ja, wie soll ich das denn machen, du Arschloch? Brauchst so ein dummes Tor für einen Moonjump. Ja, ist richtig. Tu mich hoch. Du musst doch ganz fest an dich glauben, dann kannst du... Oh fuck. Oh, was? Wie soll ich den denn fangen, ey? Komm her! Assi-Pack! Oh, natürlich. Ey! Ja, da, super. Das war jetzt schön. Da geht alles verloren. Wunderbar. Ey, was ist das denn für eine Scheiße, Spyro? Was machst du denn? Ey, ich kann dich mit keiner Aufgabe betreuen. Mann. Ey, ist viel zu schnell. Fuck. Geht doch. Oh. Arschgeige. Kann doch nicht wahr sein hier. Hält sich für was besonders Tolles. Na, wo sind die anderen beiden? Da ist einer.
Wunderbar. Unter Wasser, wo ich ihm nicht schaden kann. Das ist ja richtig fair. Ach komm, ich hatte ihn doch da gerade. Ah! Vorm Wasser. Sackgesicht. So, jetzt ist immer die Frage, wo ist der letzte von diesen Pennern und was soll ich mit dem Ei? Ich habe immer noch ein Ei. Irgendwo da hinten. Ich habe das hier irgendwo doch hingepackt. Okay, ist wahrscheinlich despawned. Gut, gucken wir erstmal, wo der letzte von diesen Assis rumläuft. Möchte er den Brunnen irgendwie aufmachen? Hm. Oh, geschrieben habe. Ein Nest, dann bekommst du ein. Ach so, ich muss also ein Nest finden. Hm. Ein Nest, da muss ich finden. Spuck. Müssen wir mal gucken, wo haben wir denn ein Nest? Und was wird das jetzt für ein merkwürdiger Tausch, dass ich am Ende einen Bleistift kriege? Alles kein Nest hier. Alles Nestle. Alles Nestle. Le Nest. Oh, da oben. Oh. Da oben ist Le Nest. Schön gegen den Baum gespuckt. Alter, wer kommt denn auf sowas? Cool, und dafür kriege ich, was auch immer das ist, gepanzerte Meganuss. Lass mich raten, die in den Topf hier? Wenn ich da jetzt nur noch treffen könnte. Okay, das Ding barft eine Gummiente aus. Okay. Okay, bringen wir das zum deprimierten Endling. Der deprimierten Ende eine aufblasbare Puppe schenken. Ja, merkst du? Ich rieche Erwachsenenwitze. Das ist echt eine Gummiente. Ich meine, was macht der mit der Ente? Also auf jeden Fall ist er jetzt wieder happy. Oh. Der freut sich einen Ast. Ich habe ihm zwar einen falschen Sohn gebracht, aber meine Güte, wer beschwert sich schon darüber, ne? Nennen wir das so, mal einen Sohn. Was ist das jetzt? Ein Radieschen? Sieht aus wie ein übergroßes Radieschen. Das Radieschen zur Pflanze? Würde am eine ehesten gute Frage. Yo, hast du Hunger? Offenbar nicht. Das Ding existiert. Das Radieschen in den Topf vielleicht? Suppeneinlage? Ich mein, ja gut. Ich frage mich immer noch, wie hängt das jetzt im Vergleich mit einem. Wie kommst du denn jetzt hierher? Was ist das denn jetzt? Eine Medaille. Oh schön, der hat sich gerade hier durch die Gegend gemorpht. Ist das echt der, der mir fehlt? Geht das so nicht. Was soll ich jetzt mit einem fucking. Ne? Hä?
Wunschbrunnen? Es gibt einen Wunschbrunnen? Das da? Nee. Er kann es hier hinspucken, aber es bringt nichts. Moment. Das muss ich nur noch treffen. Oh, wow. Wer kommt denn auf sowas? Und dann spuckt der Wunschbrunnen mir einen Bleistift aus. Du mich auch, Spiel. Spit. Mein Bleistift. Jetzt mein Bleistift. Alter. All der Trouble für einen fucking Bleistift. Echt jetzt? Absolut logisch. Makes absolute sense. Was war das denn jetzt? Mein gut, wenn man hier mal reinguckt, dann sieht man das. Aber wer guckt denn bitte in den Brunnen? Hast du dir einen Bleistift gewünscht? Nee. Ich habe mir mit Sicherheit... Also wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir garantiert keinen fucking Bleistift wünschen. Naja, einen magischen Bleistift. Du unterschreibst irgendwo und hast automatisch was gekauft. Umsonst. Ja, du hast was gekauft. Umsonst. Das macht... Du schreibst irgendwo deinen Namen drauf und dann ist es automatisch deins. Hm. Haus meins, Auto meins, Frau meins. Ein bisschen seltsam. Das heißt, ich müsste nur auf einer Frau unterschreiben und wäre nicht mehr Single. Ja, aber komm mal an eine Frau ran, wenn du damit unterschreiben darfst. Ich bin wieder mobil. Was machst du denn da? Ich versuche noch was zu schreiben. Na, kurz kleinen Moment. Warte mal, es macht witzig. Ich glaube, das findet sie dann nicht so witzig. Ja, dann nicht, aber danach ist das ja eh egal. Danach ist es dann ja nicht mehr wichtig. Ja. Richtig, hau ihn. Gib ihm. So, ich bin gleich wieder da. Meine Sipper wollte auch was von mir. Jo. Der döst der Weide. Der tut der Dösen, tut der. So, 40 Kugeln. Das heißt, wir können Wintertundra mal komplett machen. Ich meine, wenn wir gerade schon mal hier sind, ne? Wenn wir schon mal hier sind. Das Ganze nachher, denn hier nach Trophäen abklappern wird nachher witzig. Da muss ich noch mal gucken. Tonk. Boah, diese Leiter, ey. Okay, Sparrow. Jetzt hast du die Kugeln. Und gleich wirst du Riptor besiegen, richtig? Ich will eigentlich nur die Edelsteine. Danke. Das hat mich gestört. Jetzt machst du Riptor richtig kaputt, ne? Richtig? Hm, ja, ja, ja. Wolkentempel. Ich glaube, hier gab es auch eine Trophäe. So richtig müde einfach, ey. Ich weiß auch nicht, ist total weird. Läuft bei euch. So, warte. Geh schon mal quasi einen Schritt voraus, sodass wir hier nicht nochmal alles immer neu machen müssen. Gucken mal, was wir hier so brauchen.
Oh shit, das habe ich schon mal vergessen. Trifft keine Schafe im Wolkentempel. Easy. Ich war mal einer von Avalars mächtigsten Zauberern. Bis der große Hexer da drüben meinen Zauberstab geklaut hat. Er und seine Freunde haben mit seiner Magie die Stadt eingenommen. Okay, keine Schafe. Gut, das kriegen wir hin. Beziehungsweise, ich glaube, ich rushte das Level einmal. Ja, wisst ihr was? Ich rush das Level einmal. Uiuiuiui. Trotzdem, irgendwas tötet hier. Irgendwas stirbt hier die ganze Zeit. Hä? Versuch's trotzdem mal, warte mal. Also ich rush das Level jetzt einmal und mach's dann einmal richtig. Au. Du hast nicht mal Hände. So. Ich meine, wenn die Viecher irgendwo die Klippe runterlaufen, kann ich ja nichts für. Kann ich ja nicht verhindern. Oh, scheiße. Ich hoffe, das ist kein Schaf. Das ist fies. Also komm. Okay, ist cool. Ist okay. Nice. So. Spiral. Ich hoffe, das gilt trotzdem. Ja. Oh, guck mal, ich habe sogar jetzt schon. Das heißt, wir können das Level trotzdem jetzt einmal vernünftig machen. Mensch. Das hat sich denn ja schon mal direkt wieder erledigt. So habe ich das am liebsten, wenn man Sachen direkt einmal so machen kann und dann tatsächlich noch fertig machen kann. So ist es doch am schönsten. Achso, das ist so ein Ding. Darf ich alles an Schafen töten, wo mir beliebt. Ja, da brauchst du gar nicht so doof zu grinsen, du Vieh. So, für Backtracking hier? Ja. Bitte. Irgendwas war doch da auch mit Spuckkugeln. Lass mir mal kurz nochmal. Nee. Lass mich kurz nochmal gucken hier. Ach nee, das war woanders. Okay. Bitte wo spucken. Aber in den Zaubersumpf müssen wir trotzdem nochmal. Aua! Wenn diese anderen Fickaffen einmal durch Laufen besiegen. Das dürfte eigentlich nicht schwer sein. Aber ihr hättet das Schaf da hinten getroffen? Meine Güte. Gib mir Geld. Danke. Okay. So weit, so gut schon mal. Ich dachte, wir müssten jetzt erst einmal aus dem Level raus und dann wieder rein, damit wir machen können, aber brauchen wir ja zum Glück nicht. Foolish, Hoshman. Foolish. Warum bist du fool? So fool.
Oh Gott, welchen Keks esse ich denn zuerst? Gute Frage. Ach komm, ich nehme mal ganz anders. Ah, ich erinnere mich, glaube ich. Ja, wie die auch gucken, ey, so. Die gucken voll zugedröhnt. Also das kannst du gar nicht beurteilen, wie jemand zugedröhnt aussieht. Das hat mir einfach nur einen schweren Tag. Aber wir müssen die Glocken unbedingt läuten. Beim Piercing-Schneiden wird man müde. Ja. Ja, wieso müde? Ich bin müde. Was willst du eigentlich? Ich schlafe in letzter Zeit einfach zu gut. Würde mich an sich nicht stören, aber ich verpenne irgendwie mal den halben Tag denn. Oder, naja, das ist auch übertrieben, aber... Ach, vertraue einfach auf deinen Biorhythmus. Ab nächstem Jahr, weil wirst du automatisch wach. Das stimmt, dann habe ich wieder meine Schlafparanoia. Eben. Es ist schön, wenn man genau weiß, wie der Kerl tickt. Man hat selber. Ja, das ist diese Schlafparanoia. Ich weiß, viele von euch sagen sich vielleicht auch, das ist totaler Blödsinn. Aber bei mir ist es so, Mein Schlafrhythmus ist so nach dem Motto, wenn ich einen Wecker habe und der klingelt zu einer bestimmten Zeit, dann will mein Schlafrhythmus mich nicht schlafen lassen. Weil der dann immer denkt so, Alter, du kommst, sonst du verpennst und dann, ne. Wenn du dann mal tatsächlich so ein bisschen Gewöhnung drin hast, dann meistens so... Halbe Stunde eindösen, ab und zu mal wieder wach werden. Ja, ist noch dunkel, eindösen, wach werden. Ja, so nett war. Hab ich oft genug gehabt, ja. Wo kommt denn der jetzt hierher? Hä? Okay. Du möchtest sicher eine Kugel für deine Hilfe. Tut mir leid, es ist noch eine Glocke übrig. Du erreichst sie mit dem Wirbelwind hinter mir. Okay, Dude. Okay. Drogen sind gut, okay. Drogen sind gut, okay. Warum sind den Kerl gefunden am Bahnhof? Okay. Kokain ist gut, okay. Kokainum. Ah, ne, warte. Falsch hier. Da, 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 Kokainum. Da, 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 da. Nee, deswegen, also... Für mich ist das immer Schlafparanoia. So, dass diese Panik, oh, du verschläfst. Und dann will mein Schlafrhythmus mich einfach nicht schlafen lassen. Also nicht genug fragt man sich, weiß mein Körper mehr als ich? Ich meine, ich habe es noch nie geschafft, auch nur einmal zu verpennen, also so mal davon abgesehen. Aber wehe, du hast irgendwann Wochenende und hast vorher noch im Gedächtnis gehabt, Familie, blabli, blub, Veranstaltung. Oh nee, was ich immer hatte... Das hatte ich meistens immer dann, wenn ich hier... Natürlich genau dann, wenn ich hier eine Woche komplett Frühschicht habe, weißt du? Mm. Und dann hast du mal einen Tag frei, beziehungsweise hast Wochenende, die Schicht wird gewechselt. Und dann voll der Tüdel drin. Nee, und dann ist es noch schlimmer, weil dann passiert irgendwie was, wo mich weckt. Und dann kriege ich den Mega-Rage. Weil dann sag ich so, Alter, ich will schlafen! Ich gedacht, dass du es schaffst. Verdammt nochmal! Mach das Licht aus! Deswegen. Krankenschwester. Oh. Ich bin Geheimagent. Ich gehe zu meinem Geheimversteck. Nur Mitglieder meines Geheimclubs dürfen da rein. Ich gehe erst, wenn du dich hinterm Baum versteckst und mich nicht siehst. Oh Gott, die Mission. Geheimagent Dickfuck. Dick.
Wenn ein Spiel wieder versucht, Stealth Mechanics zu haben, wo keine Stealth Mechanics sind. Geh in die Knie! Und man sieht dich nie. Oh, das ist nicht Skyrim. Warum nicht? Weil du dich in Skyrim hinhocken kannst und du bist auf einmal unsichtbar. Ja, aber in dem Spiel hier gibt's auch Drachen. Ist wie Skyrim. Ist wie Skyrim, es gibt Drachen. Ist wie Dark Souls. Alte Wunden aufgerissen. Allein schon ist wie Dark Souls. Was? Du bist hergekommen, ohne mir zu folgen? Du musst auch ein Mitglied meines Geheimclubs sein. Oh mein Gott, wieso redet er einfach, als ob er irgendeinen Dachschaden hätte? Er sieht aus wie so ein Goblin. Ein geiles Clubhaus mit ein paar Topfpflanzen. Ja, Topfpflanzen. Aber das Gute ist, wenn ich heute Abend nicht komplett wegratze, weil müde, dann mache ich wenigstens endlich mal einen Schwarzmagier. Ah. Ja, ich bin heute noch 29 geworden. Masseltopf. 30 war das, ne? Vergesst es jedes Mal. Ich weiß immer nicht, war es jetzt 30, war es 35? Ich verwechsel es immer. Die magische 30. Die magische 30. Und dann siehst du endlich mal ein Badass Lalafell. Oh, Badass Lalafell. Das möchte ich anzweifeln. Er ist auf jeden Fall sehr darum bemüht, edgy zu wirken. Das, hallo, jeder in dieser fucking Gilde ist ein Lalafell. Gefühlt. Und jeder von denen stinkt. Hasse Lalafels. Sie können dir immer sagen, oh, ich bin der netteste Lalafell. Guck mal, ich bin so klein und so knuffig. Und in Wirklichkeit sind es einfach nur illegale Assis. Und Faustrike hat Lalafell ein Bärtchen. Er ist böse. Ja, es ist bei Lalafels, ne? Die ultimative Faustregel. Lalafels sind immer böse. Außer die Sultana, die ist cute. Nanamo cute. Die zählt aber nicht, die ist der Papagei von Rauban und Rauban ist geilster. Ist der Papagei von Rauban. Ja, hallo bitte! Ich meine, die beiden haben echt schon ziemlich cute Momente miteinander. Oh. Auch wenn ich mir manchmal echt mehr wünschen würde, dass Rauban einfach mal Rauban-Dinge tut. Ach, das kommt noch in Stormblood. Echt, dann macht Rauban tatsächlich mal Rauban-Dinge? Der macht von DLC zu DLC mehr Rauban-Dinge. Der wäre der raubanigste Rauban der Welt. Weil ich finde es immer geil, weißt du, Rauban sieht so aus wie dieser übelste Todes-Motherfucker. Und dann kommen immer so Sparks! Oh, dann kommen immer solche Sachen von ihm. Wir sollten darüber abstimmen. Wir sollten das so entscheiden. Und ich denke so, Alter, du bist motherfucking Rauban! Ja, und auf den Tisch und sagt, das ist die Sache. Ja, im Laufe der Story wechselt das mehr zu. Ich hab die Schnauze voll aufs Maul. Das ist schön. Also der wird noch raubanig. Oh, sehr schön. Er fängt an zu raubahnen. Ich mag Rauban. Rauban ist cool. Das ist ein Grund, warum ich ausnahmslos bei Ulda in der Gilde hocke. Ja, das kann ich verstehen. Weißt du, die schicken dich zu jeder verschissenen Gilde. Dann musst du der Baumknutscherin und Captain Ahab zuhören. Bist bald am Einpennen, dann kommt Rauban daher. Dann hätte er nicht diesen Papagei, würdest du denken, das ist der Chef von dem Laden. Ja. Weißt du, dann kommt Lalafell, unser Hochwohlgeboren. Hast du immer so das Gefühl, King Kong und die weiße Frau? Ja! Deswegen, also, ich freue mich schon drauf, wenn Rauban endlich mal Rauban-Dinge tut. Boah. Also raubanig sein. Der bahnt sich seinen Raun. Der bahnt sich seinen Raun. Death by Snoo Snoo, so in etwa.
Ey, komm. Also mit Raubbahn willst du kein Snoo-Snoo. Nee. Ich frage mich auch, ob es Leute gibt, die unbedingt einen Raubbahn-Bodypillow haben wollen. Da kannst du eine Matratze anmalen. Ich meine, du malst die Matratze mit dem Körper an und jedes von diesen Kissen alleine der Arm. Ich frag mich eh bis heute, ist der Typ eigentlich ein Rockadün oder ein Mensch? Ich hab keine Ahnung. Er könnte ein super beefiger Mensch sein. Weißt du, aus einem von seinen Armen könntest du einen standardmäßigen Menschen basteln. Ey, Kiki. Auch Pizzaburger, wir reden hier nur über FF14. Alles gut. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, warum ich nochmal in dieses Level hier gehe. Ich soll das hier machen mit all den Viechern. Ich will noch die Trophäe hier haben. Deswegen, ja. Oh fuck. Stampede! Hm. Da oben sind die Biester ja auch. Scheiße. Stan und Pete. Stan und Pete, genau. Der Klassiker. Der macht immer so eine Vierer-Kombo. Fragt mich ja, wie sie damals auf den Namen Stampede gekommen sind. Keine Ahnung. Wahrscheinlich eine Horde Büffel durchgegangen, Stan und Pete werden gerufen, sie sollen abhauen. Und der Typ, der es mitbekommen hat, war schwerhörig. Treff den Ficker da oben nicht. Gut. Erstmal Elefanten töten. Das ist immer gut. Ja. Das haben die ja nicht anders vorgewollt, ne? Sollen angeblich Affen sein, deswegen tut es irgendwo gut, die Dinger umzurennen. Tonk. Die guten Affen kommen oft. Und verhaffen kommen Affen. Jetzt, ich soll euch was Schönes erzählen. Es ist bald Weihnachten. Was Schönes erzählen? Sorry, Kinder, wie ist nicht da? Hier gibt's nur harte Männerfakten. Ja, hier gibt's nur zwei Männer, die über Raubbahn schwärmen. Ja. Ey, komm, also, ne? Raubbahnige Raubbahn-Dinger. Na. Raubbahnigste Raubbahn. Der jemals geraubbahnt hat. Der hat sogar so seine eigene Tapizierreihe. Raubbahn-Tapete. Raubbahn-Tapete! Die tapiziert sich von selber und bleibt an der Wand. Die geht aus Respekt selber an die Wand und bleibt da für immer. Ist unmöglich zu entfernen. Nee, die Wand hält sie aus Respekt fest. Scheiße, jetzt haben wir gestorben, fuck. Im Prinzip könntest du eigentlich jeden scheiß Chuck Norris-Witz auf Raubbahn umschreiben. Jetzt muss ich erst mal gucken. Ach, das Scheißvieh ist wieder am Leben. Ich muss jetzt mal gucken, welches von den Viechern lebt jetzt wieder. Raubbahn ist also Chuck Norris. Ja, wenn Chuck Norris seinen eigenen kleinen Papageien hätte. Ach, die ganzen Nebendarsteller aus Texas Ranger? Ah, stimmt eigentlich. Viecher seid aber auch nervtötend. Yes! Was so ein Vieh. Das ist Fickvieh. Ich muss die alle tot rammen, das ist ein Achievement. Ich will das Spiel auf Platin haben, deswegen. Nicht wundern. Platin-Dinge. Wie viele fehlen mir denn jetzt noch, ey? Kommen denn noch mehr von diesen Fickviechern aus den Bäumen? Ah, hier. Nice. Ah, okay, hab ich. Nice. All I need is this. Was man davon Exemplaren spielen, nächstes Jahr rauskommt.
Was? Ach so. Keine Ahnung. Wie nur schon etliche Male gesagt, ich bin aktuell mega gespannt auf sehr viele Releases nächstes Jahr. Also halt, Kingdom Hearts 3, DMC 5, Resident Evil 2, das wird so cool eigentlich. Weißt du, gefühlt jeden Monat was anderes zu zocken. Wird richtig geil. Richtig geil wird das. Ich meine, warte mal, wann kommt jetzt nochmal... Kingdom Hearts kommt im Januar, ne? Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Kingdom Hearts 3 kommt, glaube ich, im Januar. Im Februar dann Resi 2. Ja, 2 hat einen Multiplayer nachher. Kommt jetzt wieder dieses Märchen? Ja, es wird mich gefragt. Ich spoiler mich nicht, deswegen habe ich keine Ahnung. Kinder, die Story hat 2 unterschiedliche Spielweisen. Einmal als Claire, einmal als Leon. Das ist kein Multiplayer, das ist ein Feature. Die Geschichte wurde nämlich auch schon oft genug gefragt. Was du da mit Chat und den Multiplayer? Es gibt keinen. Ich spoiler mich nicht, deswegen, ich habe keine Ahnung. Ich dodge legit einfach nur ständig Spoiler in allen möglichen Formen und Farben. Was schwer ist, wenn man mit Keks in einer Konfi hockt. Jetzt unterstellst du ja aber was. Ey, sag mal, ich meine ja nur. Hast du denn Beweise dafür? Guck in Chatlog. Die können gefaked sein. Sind sie, aber nicht. Es könnte alles ein Fake sein. Könnte alles geleakt sein. Ich muss die ganzen Viecher durch Spucken umbringen, also wenn wir sie mal alle umspucken. Also, Moment, also Ende nächsten Jahr, also Ende Januar kommt Kingdom Hearts 3. Das heißt, oh Gott. Und im Februar kommt doch schon Resi 2, ne? Oh shit, Mann. Hab ich aber was zu tun in der Zeit. Also ich bin ja sonst nicht so der Typ, der neue Releases streamt, aber bei so einigen Spielen, gerade wenn man die Möglichkeit wieder hat, dann macht man das ja doch gerne mal. Ich bespuck einfach alles, das wird schon funktionieren. Spuck. Hashtag spucken. Spuck. Achso. Die muss man so zerstören. Die Musik ist amüsant. Geht es jetzt wieder um Kingdom Hearts 3? Weil die Musik finde ich nicht amüsant. Die finde ich eher... meh. Ich meine, ich habe mir den Trailer heute tatsächlich nochmal angeguckt zu Kingdom Hearts 3. Also halt mit dem Skrillex-Kram da. Die Musik ist nee, aber visuell sieht schon ziemlich geil aus. Also wenn sie mal hinkriegen, visuell zu verscheißen. Ich darf nur die Bienen nicht... Ich glaube, die Robobienen muss ich alle mit Spucken töten. Bug Bumble? Ja, wieso ist Bug Bumble nicht hier? Wieso ist Rüdiger nicht hier? Der guckt nie in meine Streams rein, der Rüdiger. Ja, der ist damit beschäftigt, sich einen scheiß Bart wachsen zu lassen. Ja, weißt du, Amateure. Weißt du, brauchen so ewig lang, sich einen fucking Bart wachsen zu lassen. Ja, aber er muss sich einen hässlichen wachsen lassen. Das hat er schon längst geschafft. Er braucht aber Pflege. Ich pflege meinen auch, aber meiner sieht nicht scheiße aus. Das Schlimme ist, Rüdiger weiß es und er trägt ihn trotzdem. Mit Stolz. Ja, ist ja auch gut so. Ich meine, er kann es also von daher. Hm? Still voller Fake News. Oh, shit, Fake News. Oh, fuck. Call the Hater. Aua.
Oh, Fake News, du bist voll der Hater. Ey, voll der Hater, ey. Ich dachte, das ist Nachrichtensender. Das auch. Ich weiß nicht wieso, irgendwie habe ich in letzter Zeit zu viel Spaß, immer zu sagen, bist voll der Hater. Ich weiß nicht mal David? Warum. Hm? David? David Hater? Genau! Ist voll der coole Dude. Seht ihr, nicht jeder Hater ist scheiße. Ja eben, das ist ein richtig gut. Das ist nämlich ein richtig guter Hater. Wen meinen die denn jetzt? Wer ist das? Wer ist denn David Hater? Der hatende David. Ich kenn nur Hasselhoff. Ich kenn nur Hasselhoff. Das war der eine aus SpongeBob. Tatsächlich ja. Es ist schon peinlich irgendwo, wenn du Hasselhoff wirklich nur aus dem SpongeBob-Film kennst. Ja, je nachdem, wie du groß geworden bist, ist es Fluch und Segen gleichermaßen. Ja, doch. Andererseits, ihr habt das Auto nicht mitbekommen. Ja, stimmt, Kid. Und man hat Knight Rider nur wegen dem Auto geguckt. Mm. Verstehst du? Ist aber echt so, man hat Knight Rider echt nur wegen dem Auto, wegen Kid geguckt. Mhm. Wegen nichts anderem. Dann kam diese räudige Neuauflage. Boah! Die hab ich nicht mal gesehen. Ich hab mir mal ein paar Folgen von angetan. Boah! Ich meine, ich war zu jung für Knight Rider, also. Aber ich kenne halt also Knight Rider. Wenn du schon an dem Punkt warst, wo du sagen konntest, Team Knight Rider war um Längen besser. Team Knight Rider? Ja, das war auch mal so eine Serie, die in die 2000er lief. Hm. Da haben sie halt gleich ein ganzes Team zusammengenagelt mit neuen Kippermal-Karren. Also wie das A-Team, nur weniger cool. Ja, im Prinzip super Einsatztrupp. Da gab es auch eine mit Motorrad oder zwei. Die konnten sich dann zu einem Auto transformieren. Also, Oh scheiße, die sind also wie wir, wenn wir unser Luftschiff weiterbauen. Schiff. Fünf Hersteller, an die vier Hersteller bilden einen Hersteller, um einen Superhersteller zu erschaffen. Ah, das. Müssen wir eigentlich übrigens auch die Tage mal machen. Hast du echt noch keinen gefunden? Nein! Ich hab auch noch niemanden gefunden, der mit mir endlich mal Schneekleid macht, damit ich in der scheiß Hauptstory weiterkomme. Ich habe so harte Déjà-vus. So harte Franzosen. Weißt du, ich habe niemanden, der mit mir Schneekleid macht. Ich habe niemanden, der mit mir einen Superhersteller baut. Dann ist das so ein Spacko, der mich ständig mit Klamotten zuwirft. Und die ich noch gar nicht gebrauchen kann, weil ich da noch 10 Lichtjahre von entfernt bin. Oh Junge, ich glaube, es fröstelt. Sieh mal lieber an. Oh, es ja. Ist Sommer. Das ist Level 60 Gear. Mhm. Brauche ich auch in den nächsten Äonen. Ja klar. Ich weiß halt ja zu schätzen, nur irgendwann weiß ich nicht mehr, wenn es so weitergeht, weiß ich irgendwann nicht mehr, wohin mit dem Zeug. Im Zweifelsfall verkaufen. Verkauf das doch nicht. Was meinst du, was ich mit dem Zeug mache? Drei Lagen herstellen, zwei mir auf den Kopf Markt schmeißen. Ja, und die zwei anderen werfe ich auf den Markt. Massenproduktion, Kinder. Massenproduktion. Ah, hier. Klumpen. Spit. Aua, spit. Man sind alle Probleme gelöst. Ja, eben. Ich mache einen Secondhand-Shop auf. Ich verkaufe nur Secondhands. Aber jeder hat doch nur zwei Hände. Exakt. Ja, genau. Und nun reicht mir die Hand. Genau, das ist mein Punkt. Wir hätten Kira vielleicht nicht als Geschäftsführer einsetzen dürfen. Spuckball! Oh cool, hab ich das auch schon erledigt. Was ist ein Spuckball? Dann können wir ja erstmal den Kram hier fertig machen. Den Kram hier. Den Scheiß! Können Sie bitte aufhören, jedem Kunden Killer Queen auf den Hals zu hetzen? Aber das ist doch Secondhand! Das ist Secondhand, hier kriegt jeder die zweite Hand! Gut, ich nehme jedem die zweite, aber egal!
klar. Komm her, du Robo-Insekten-Nazi. Insekten-Nazis? Yes. Machen wahrscheinlich nur deutschen Waldhonig. Ja, das ist ein neues Konzept. Gut, dass Auron nicht da ist. Müsstet ihr eigentlich das Waldhonig gar nicht von Bienen gemacht werden? Also. Musstet ihr das Waldhonig gar nicht aus dem Wald kommen? Und warum sehen die aus wie Flick aus, das große Krabbeln? Wer hat denn das produziert als Spiel? Keine Ahnung. Alter, wieso spawnt ihr mal neu? Stop it! Nein! Alter! Wie schnell spawnen die nach? Die richtige Frage an dieser Stelle wäre, wie schnell lahmarschig bist du? Hä? Jetzt mal ohne Scheiß. Die sind noch nicht mal da, aber angeblich schon nachgespawnt. Ey, wie dumm. Wer einen Nazi sieht, muss ihn boxen. Ja, das Fickvieh ist noch nicht mal hier. Alter, was soll ich machen? Ich bringe euch alle mit einem Schlag jetzt um. Oder auch nicht. Ich bringe mich selber hier auf einen Schlag um. Alter, die sind ja schon wieder fertig, bevor... Hä? Die muss man nicht auf einen Schlag besiegen, oder was? Vor allem, die fliegen immer in dieselbe Richtung, ne? Die sind noch gar... Das ist dumm! Die sind noch nicht mal da, aber sie gelten schon. Das ist ein dummer Scheiß. So, komm. Kommt halt alle jetzt wieder. Machen wir es halt ganz dumm, ey. Das ist Blödsinn, ey. Es existieren noch nicht mal, aber ja, es ist richtig. Komm. Geht doch. Meine Felder sind von den fliegenden Schädlingen befreit. Halt dein Maul. Nimm mal deine Analrakete, die du da hast, und schieb sie dir sonst wo hin. Eieieiei. Könnte alles so einfach sein. Ist es aber nicht. Ach so, die Bienen sind rechtsradikal. Sag das doch gleich. Woher soll man das auch wissen? Ne? Ich dachte, das sind Kommunisten. Kommunistische Heuschrecken oder was? Ja klar. Alles für jeden, aber alles von dir. Ja, ja, so in etwa. Zack. Ach schön, Sparks ist wieder nicht da. Ach, hat der Sack wieder Urlaub. Ah ja, wunderbar. Hat die Arschgeige wieder Urlaub und macht ne Alter. Kann sich nur noch um Jahre halten. Ja, ich muss sowieso überall nochmal hin, weil Sparks wieder Feierabend hat. Die faule Sau. Also von daher. So, Sparks, haben wir jetzt genug. Haben wir genug Urlaub gehabt. Ja, wunderbar. Ist ja schön. Das ist eine große Britzellampe. Gut gemacht, Spyro. Diese Viecher werden sich jetzt von den Feldern fern.
Oh yeah. Bist du hier seine? Ich bin früher mit dem Traktor über den ganzen Hof gefahren, aber so ein blöder Roboter hat den Weg blockiert. Kannst du ihn mit einer Superladung frei machen? Hab ich eine Wahl? Scheiße! Was soll ich da fahren? Oh Gott, das wird witzig. Immerhin gibt es jetzt hier überall Abkürzungen. Oh, das kann witzig werden. Mal von abgesehen, dass es nicht witzig werden kann. Du hast da Kohle übersehen, Gronkh. Sagt der Geldsack. So nett war ja. Achso, nee, das ist einfach nur. Das ist einfach nur ein Klumpen irgendwas. Ach du Kerge. Super, das ist natürlich wieder ganz am Anfang. Kann sich das Ding nicht mal nach vorne im Level bewegen und nicht nach hinten? Das ist Wahnsinn. Nicht wahr? Das geht nicht. Dass ich solche wahnsinnigen und abergläubischen Voraussetzungen stelle. Haben Sie schon wieder Ihre utopischen Game Design Ideen? Mhm. Wie damals, als Sie meinten, wir sollen nach der Evolutionslehre Pokémon erstellen? Ja. Das sind unhaltbare Forderungen. Kannst du auch mal sehen, wo uns das hingebracht hat. Ja, IKEA-Schränke und Schlüsselbunde. Mhm. So, Alter. Das hier jetzt. Ja, warte mal. Das sind einfach fucking Kürbisse jetzt. Oh shit. Okay, da müssen wir nochmal zurück. Oh Gott! Oh, natürlich ist hier eine fucking Stufe! Und es lief so gut! Und beim letzten verkack ich! Oh nö! Oh, das lief so nice und dann beim letzten kack ich ab! Er muss ja sowieso einmal in Nicht-Turbo durch, also von daher. So. Das war eine Meisterleistung, Drache. Ist nicht mehr der Jüngste, der Düden. So, jetzt brauchen wir nur noch die restlichen Edelsteine hier. Mal gucken, ob man das überhaupt schafft ohne Turbo. Ja. Geld. So, Sparks, wo haben wir jetzt wieder was vergessen? Und mit wir meine ich dich. Weil ich vergesse mich. Nein. Vergesse nur ständig. Töre. Ich vergesse niemals, ihr Tierlieb. Ich vergesse nur, wer die Rechnung nicht bezahlt. Oh, wow. Alter, hier im Sparks, ne? Also würde ich dich nicht so sehr brauchen eigentlich.
Ich glaube, er nutzt das voll aus. Ja, der nutzt seinen Arbeitsvertrag voll aus, ich sag's dir. Als nächstes immer noch Urlaub. Und Mittagspause. Boah. Und Mittagessen. Ja, hallo. Glaubst du, das kommt alles umsonst? Nee. Oh, geil. Ja, eben, und eine Cola wollen sie auch noch? Alter. Eine ganze Cola. Eine ganze Cola? Können wir ihnen nicht einfach ein Polaroid davon zeigen? Ihr wolltet eine Cola hier. Es ist so ein ausgedrucktes Bild von der Cola. Ihr habt nicht gesagt, dass ihr das trinken wolltet. Oder hinter so einer Panzerglasvitrine. Da ist eine Cola. Guckt sie euch lang genug an. Okay, weiter geht's. Ach, die Rennstrecke habe ich vergessen. Luftstrecke. Ja, mal gucken, ob ich da wieder was für brauche. Der Platinjäger ist stark heute in mir. Ist er das? Mhm. Hier, Ochsen ohne Getreide. Was für ein Ochsen? Ja, das ist alles... Lass dich nicht von Bob treffen. Wer ist Bob? Who the fuck is Bob? Wahrscheinlich der Ochse. Nee, eben nicht. Röste alle, zerstöre alle Zuschauer, ist richtig. Ja, das ist alles Kram, aber ich glaube, hier ist jetzt nichts. Oh, machen wir jetzt einfach mal. Boah, Klippenregel. Boah, shit. Warship. Ja, jetzt mal ohne Scheiß, wer ist Bob? Ich hab keine Ahnung, wo Bob ist oder wer Bob ist. Am Ende fängt die Lippe an zu reden. Ich war die ganze Zeit Bob! It was me, Bob Along! Bob Alone. Das auch. Die Buggies? Die Babys? Babys. Die Strecke scheint mir hier relativ linear bislang. Ah. Es sind ja eigentlich immer Buggies. An sich ist das ein. Das ist Traktoren. Haben wir das als Traktor gut durchgehen lassen? Ach, cool. Das ist okay. Ist offenbar das, was ich gebraucht habe. Just what I needed. Komm her. Hm? Was ist denn der letzte? Gut, dass ich den Könnerpunkt doch nicht brauche. Da oben, ah. Wäre jetzt fast in die Hose gegangen. Mal davon abgesehen, mal von Ashs Ulti abgesehen. Also Leute, ihr müsst nicht immer, ne? Ihr geht immer halbwegs total Brain AFK. Ich weiß nicht, was mit euch los ist manchmal. Manchmal verstehe ich euch einfach nicht. Aber ich habe euch trotzdem gern. Das ist das Merkwürdige an der Sache. Hui. So, Jäger. Bob, mach was. Okay, Spyro. Willst du mein Flugzeug ausprobieren? Ich hab's repariert und bin mir recht sicher. Jäger, ich bin ein Drache. Ich kann fliegen. Warum soll ich dein verkacktes Flugzeug ausprobieren? Weil er möchte, dass du sein bestester Freund auf Erden wirst. Ich werde das Flugzeug aus der Ferne lernen. Er ist einsam.
Dipshit. Und fragt sie noch warum. Hey. Oh fuck. Hey. Möchtest du mein Flugzeug ausprobieren? Ich bin ein fucking Drache. Ja, einen Drachen kann man steigen lassen. Mit dir ist echt nicht gut Kirschen essen. Boah, Nase juckt. Boah, flieg mal ein bisschen schneller, meine Nase juckt, Jäger. Oh fuck. Okay, hab ich noch? Hab ich? Okay. Hey, du hast alle Ziele getroffen. Ja, nee. Das hast du deinem guten Piloten zu ver... Ich bin ein fucking Dragon. Ein fucking Dragon. No, Wacken fuck. Du Dragon Kack. Du Kacken fucken. Wie viel haben wir jetzt insgesamt? 85%. Wir haben jetzt hier gegen Ende echt eine Menge an Prozent rausgeholt. Das ist erstaunlich, ey. Wir waren, als wir angefangen haben, bei 62. Deswegen. Oh, Moment mal. Okay. Sorry, hatte gerade was in der Nase. Boah. Irgendwas ist heute mit meiner Nase. Ich weiß auch nicht, was da los ist. So, was fehlt denn jetzt hier in der Welt noch? Bislang haben wir alles 100%. So sehe ich es am liebsten. Aber ich glaube, das einzige Level, was noch fehlt, ist das hier. Ist Metropolis. Mal gleich mal gucken, was wir da machen sollen. Miau. RGB. Oh wow, okay. Siege den. Vielleicht ist das hier in Metropolis. Wer weiß. Mal gucken. Vielleicht ist Bob ja hier. Wenn es hier einen Roboter namens oder einen Bob namens Ochsen gibt, dann haben wir das doch. Wenn es hier einen Roboter namens Bob gibt. Mhm. Wenn es einen Bob namens Ochsen gibt. Dann hoffentlich macht er was. Wenn Schweine fliegen lernen. Hey, Shero. Bob ist der Flaggenwerfer. Oh Gott, das muss ich machen, ohne getroffen zu werden? Okay, das ist ja mal mega nervig. Oh Gott, wenn das der Fall ist. Schöner Milchlaser, whatever. Dank der Einsparungen sind diese Aufzüge in einem üblen Zustand. Der hier steckt fest. Er funktioniert bestimmt wieder, wenn du ihm einen heftigen Schlag verpasst. Ja, das mit dem Achievement hier habe ich gelesen. Alter, voll weggebaut, die Sau. So. Hinter mir töten sich Schweine offenbar selber gerade. Bacon! Bacon. Kannibalismus für Speck. Aber das heißt, ich muss dieses eine Orient-Level nochmal machen und dann mit dieser Flaggen-Scheiße. Oh nee. Hab ich ja so richtig keine Lust drauf. Ich meine, wenn ich es mega langsam angehe, vielleicht ist es dann ja easy. Einfach super Slow-Mo. Ah. Wie du siehst, hat ein wilder Ochse unsere Waffenkammer eingenommen.
Dabei dachten wir, ein gefrorener Gehweg würde die Tiere fernhalten. Der Ochse ist sehr stark. Ich empfehle den Einsatz von Bomben. Du hast richtig gehört. Bomben. Nicht nur eine. Okay. Ach, das war der Kram. Ich erinnere mich. Okay. Gleich neu starten, bitte. Ohne getroffen zu werden. Ja, das, Mensch. Oh Mann, das wird ja, das wird wieder so ein Spaß wie gestern, habe ich das Gefühl. Und wann, wie hat der Ochse gelernt, Bomben zu werfen? Internet. Ja, genau, natürlich. Wieso heißt der Flaggenwächter Bob? Warum ist das der Assi? Ja, läuft. Ich finde es schön, dass die in alle Richtungen fliegen, obwohl ich genau davor stehe. Kann ich das so cheesen? Nee, wahrscheinlich nimmt er auch sogar keinen Schaden. Muss ich denn... Ja, muss ich, okay. Ja, aber das ist doch... Hä? Was ist das denn jetzt? Oh Mann, oh Spiel, warum? Warum hast du so Bullshit-Achievements manchmal? Ja, was muss ich abfacken? Ja, komm. Just fucking kill me. Oh Mann. Ey, es ist auch so nervig, hier zu sterben. Bei Glub konnte ich wenigstens einfach in die Lava springen und dann war gut. Aber hier, das ist ja... Oh. Ja, eine Bombe im Bordell. Puff. Good joke. Geil, das Feuer funktioniert auch nur dann, wenn ihm danach ist. Das ist gut. Der war. Von der Position her auch manchmal ein bisschen. Oh, yes. Okay, okay. Oh, komm, nochmal? Echt jetzt? Uiuiui. Mann, warum? Oh, ist doch kacke. Kill mich doch jetzt. Mensch. I want to fucking die. Kill me later. Oh Gott. Eisphysics. Wann lernen Leute endlich mal, dass Eis so nicht funktioniert? Oh Gott. Warum? Ich habe es von mir weggeschoben. Das ist so dumm. Ich schiebe es von mir weg und ich werde getroffen. Das ist so fucking dumm. Och Mann, jetzt kill mich. Komm. Och du Arschgeburt. Was hat mich denn jetzt umgebracht? Was war das denn? Ey, verbuggte Scheiße, was soll denn das? Ich schmeiß die Kacke von mir weg und ich werde trotzdem getroffen. Ach, warum funktioniert es nicht? Oh Mann, es ist so dumm.
Weißt du, das ist nicht, weil es schwer ist, sondern weil die Kacke nicht funktioniert. Es ist nicht schwer, aber es funktioniert nicht. Verbuggtes Scheißkack. So. Die erste schmeißt er immer so ekelhaft. Aber man muss ihn 5-mal treffen, ne? Das war ein Direct Hit. Nice. Nice. Einmal noch. Easy, sag ich doch. Exzellent, Drache. Jetzt können wir unsere Stadt verteidigen. Weißt du, kaum funktioniert es einmal richtig. Schon ist es kein Problem mehr. Aber die Tatsache, wenn das dann einfach so nach dem Motto, ja, du schleuderst das Seil von dir weg, aber aus irgendeinem Grund ist die Bombe magnetisch. Zu deinem Gesicht. Oh, nee. Da kriegen wir da blanke Kocken, ey. Wenn da irgendwas ist, wo du selber keine Schuld dran hast. Oh, hey. Suizidschwein. Ist okay. Aber durch sowas, da gehen immer meine ganzen Leben flöten, oder? Ich wundere mich immer, warum ich Game Over gehe. Beziehungsweise warum Leute den Game Over Screen sehen. Ist das denn ein schön gemachter Game Over Screen? Tatsächlich nein. Ich erinnere mich nicht mehr dran, wie der Original Game Over Screen aussah. Aber den sie hier haben, der ist echt schon ein bisschen beleidigend. Ah. Das ist aber nicht schön. Ist einfach langweilig Design, sagen wir es mal so. Ich habe ihn ja gestern im Kampf da ein bisschen gesehen. Aber der Game Over Screen ist echt ein bisschen langweilig. Und Shiro, danke für die Bits. Spyro, ich habe dich erwartet. Danke für deine Hilfe beim Vereiteln der Meuterei. Bitte nimm dieses Objekt, das Lebewesen zu mögen scheinen. Le Kugel. Das ist eine Premiere für Avala, ein Kombinations-Power-Up. Zum Glück bist du hier, um es zu testen, denn jemand muss die Schafe... Boah, shit. Schafe. Alter, wie sehen die denn aus? Die sehen echt so aus, so ein Motto. Ich will hier eigentlich gar nicht sein. Wie bin ich hierher gekommen? Ich bin ein Schaf in einem Raumschiff. Wie bin ich hierher gekommen? Was? Natürlich. Wir fallen da durch. Die Buch, Motherfucker. Die Buch. Schön auch, dass die einfach so im Kreis rumfliegen. Echt jetzt? Ich find's ja geil bei den Power-Ups, wie Spyro denn seine Farbe ändert. Sieht schon immer richtig cool aus dann. Ach da. Oh, was bist du, ein Schaf? Exzellent. Du hast diese Schafe vom... Ja, das war jetzt auch nicht so schwer. Die haben sich jetzt nicht wirklich gewehrt oder so. Also. Ich wusste es. Die ersten Schafe haben einen Notruf gesendet. Weitere fliegende Untertassen sind unterwegs. Oh nein. Even more. Es sind noch mehr Schafe, wo sich denkt, wie bin ich hierher gekommen? Sie haben doch gesagt, es ist Blödsinn, einem Lama das Fahren beizubringen. Dass es dann ein UFO fahren würde und sie alle entführt, das wussten sie ja nicht. Das konnte ja niemand wissen. Passiert ja täglich. Und dann hat es noch eine Bodenkugel dabei, das ist ins Getriebe gekommen. Passiert ja jeden Tag. Das passiert ja jeden Tag tausendfach. Für diejenigen, die nichts nicht wissen, was Hol und ich hier labern. Guckt die Serie oder beziehungsweise die Zwei-Staffel-Show nicht nachmachen mit Wiegald Boning und Bernhard Hohecker. Und ich will immer noch eine dritte. Ich will auch unbedingt eine dritte Staffel.
würde dann... Und alle, egal was ihr tut, guckt euch nicht diese schamlose Nachmache der Amis an. Ich hab mir die gar nicht angeguckt, ey. Es ist 1:1 das Drehbuch, nur auf Englisch, mit schlechten Vergleichen. Ah, also nicht in, also nicht witzig. Sie spielen wirklich original das Drehbuch nach. Oh. Dieselben Einleitungen etc. Mit irgendwelchen Pappnasen, die man nicht kennt. Mann, weißt du, das ist schade, weil Boning und hier Hohecker, die haben beide so... Die haben eine ziemlich charmante Persönlichkeit, muss ich sagen. Und den kaufst du Typus wahnsinniger Wissenschaftler direkt ab. Ja, vor allem das. Weiß ich halt nicht, bei diesem amerikanisch-englischen Gedöns, ich weiß jetzt nicht, ob das Briten sind oder sonst was. Du siehst dir die Typen an, Sunny Boy etc. Oh, so, so, dieses typische... So auf Möchtegern-Nerd getrimmt. Oh, nee. Oh, das ist schade. Liegt vielleicht nur an meiner Auffassung, aber die Typen erfüllen die Rolle echt nicht. Vielleicht sind wir einfach nur verwöhnt. Hallo, guter deutscher Content soll gefälligst auch gut umgesetzt werden. Das ist Tatsache. Der Mann deutschen Content gesagt, hat er deutschen Mund genommen. Es ist deutscher Content, der gut ist? Aber da ist doch gar nicht Hitler dabei. Das kann nicht gut sein, wenn es aus Deutschland kommt. Alter. Ist doch echt so. Guck dir Kinofilme an, die durch die Decke gingen mit dem Oscar in den letzten Jahren. Deutsche es war Filme. Immer irgendwas mit Hitler. Echt? So schlimm? Der Untergang, was gab's noch? Lange Zeit nicht. Schindlers Liste, Jabba Jabba. Also wenn nicht Hitler drin gewesen ist oder Zweiter Weltkrieg, vergiss es. Wurde nie mit dem Arsch angeguckt. So, das ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass das so schlimm ist. Ich meine, hast du mal deutschen Filme zuletzt für eine Oscar-Nominierung gesehen, wo nicht Hitler war? Ja, gut. Wann hast du mal einen deutschen Film gesehen, der tatsächlich mal gut war? Das war in der Zeit, wo Til Schweiger noch keine Drehbücher geschrieben hat. Ah, die Zeit also. Hm. Was wir eigentlich geraucht haben, um scharfe Untertassen zu verwickeln? Was weiß ich denn? Funktioniert doch, oder? Beziehungsweise, sofern kein Drache vorbeikommt. Wenn ich mal so dran überlege. Zeichentrickfilme waren wir ja auch immer so ganz speziell, wir Deutschen. Philly Day? Was waren wir? Philly Day? Oh, Zeichentrickfilm, komm, Kätzchen drin vor, ist aus Deutschland, können wir unsere Kleine gucken lassen. Was macht die da mit der anderen Katze, Mama? Educational Stuff. Sie zu und lernen, oder? Warte mal. Weißt du, ist ein Kinderfilm. Alle 2 Minuten schlachten sich die Viecher, abschnitzen sich die Bäuche auf. Meinst du jetzt aber nicht Watership Down, oder? Nee, Philly Day. Ist aber vom Gewaltfaktor her genau dasselbe. Philly Day habe ich nie gehört. Also jedes Mal, wenn es immer um sowas geht, höre ich immer nur Watership Down. Also Philly Day war halt ein Zeichentrickfilm. Habe ich gerade einmal kurz zur Seite geguckt und es ist tatsächlich ein Roboter vor fucking laufenden Verkehr gesprungen und ist gestorben. Ich guck einmal kurz weg und sowas passiert. Ey, Karamba, Kinders. Ey, Karamba. So, 100% des Levels. Haben wir 100% dieser Welt? Ich weiß das gar nicht. Ach ja. Jetzt. Aber bei Watership Down bin ich jetzt auch mal gespannt. Da machen sie jetzt einen Vierteiler draus. Da machen sie einen Vierteiler draus? Mhm. Neuauflagen von BBC. Wie hieß dieser englische Sender nochmal? Irgendwas mit B. BBC? BBC, genau. BBC kenne ich auch nur wegen Top Gear. Mhm. Ja, die haben jetzt halt einen Vierteiler animiert draus gemacht. Da warte ich auch noch drauf. Bring das an Weihnachten raus. Mach denselben Fehler damals wie unsere Familien. Ist doch niedlich, kommt Tierchen drin vor, oh mein Gott! Mir fehlt an einigen Stellen noch einiges, weil das sind überwiegend Level gewesen, wo ich nicht zu Anfang direkt alles holen konnte. Hier überwiegend hat mir zum Beispiel denn, also hier habe ich komplett aufgegeben an dem Tag. Hatte ich keinen Bock drauf. Happy Tree Friends, ah ja, genau der Fuck-up. Oh, davon ein Animationsfilm, das wäre geil. Alter, gab's in der zweiten Welt so viele Level? Und in der dritten denn wieder nur so wenig?
Kann mir das gerade mal einer sagen? Ist gerade Kira noch da? Die weiß das doch immer. Weil Wintertundra kommt mir so leer vor. So, erstmal kümmern wir uns jetzt darum, dass wir hier alles haben. In der Hauptworld. Hab ich denn... Immer so Kleinkram, ey. Nee, deswegen, ich hab denn gesagt, ich mach sowieso, gerade weil ich nachher immer einiges noch nachholen muss. Und das machen wir halt jetzt. Jetzt werden halt Achievements nachgeholt und alles mögliche an Collectibles. Weil ich glaube, wir sind sonst technisch gesehen vorm Boss. Also vorm Final Boss, vor RIP. Rip this. Aber ich glaube, Kira ist gerade gar nicht da, um mir das mal zu bestätigen. Deswegen, ich muss jetzt hier noch einiges an Trophäen machen. Halt den Schnabel. Wild, ich weiß, dass ich hier hoch muss. Ach, guck mal, eine Gratiskugel. Das war cool. Jetzt ist die Frage, wo fehlt mir die letzte... Hier fehlt ja noch eine Kugel. Wo habe ich hier eine Kugel vergessen? Was wolltest du von Kira wissen? Ich meine nur, ob das bei Wintertundra so gehört, dass hier so relativ wenig Level sind oder ob ich da welche vergessen habe. Weiß jetzt nämlich auch gerade nicht mehr, wo habe ich hier jetzt eine Kugel vergessen? Wer weiß, Draghi kann heute nicht. Die ist ja nicht da. Also brauche ich ein anderes Lexikon. Ich weiß nicht. Sind relativ wenig. Ja gut, dann wird das schon stimmen. Gefällt dir der aktive Kameramann? Okay. Verpiss dich. Wo fehlt mir jetzt hier... Sparks für bezahlten Urlaub, ich glaube, es sagt. Wer hat wieder geplaudert und Sparks das Prinzip von Geld erklärt? Hier, Sparks, hast du ein Blatt? Das ist kein Geld. Ja, aber für dich vielleicht. Ist hier unter Wasser vielleicht noch irgendwo was? Wo ich vergessen haben könnte. Mir fehlt jetzt hier in der Hauptwelt eine Kugel und ich kann mich gerade nicht erinnern, wo. Ich habe hier den Blödsinn mit Jäger. Dann habe ich das mit der Leiter. Was fehlt mir denn? Welche Kugel fehlt mir denn hier? Schau mal vor, das wäre ein merkwürdiger Film. Nee, das wäre ein merkwürdiger Film. Sagen wir es ganz einfach. Filmidee? Ja, nein. Willst du nicht wissen. Filmidee? Nein. Filmidee? Spielen? Okay, sorry. Spielen. Welche Erzähl mal. Nee, ich habe keinen Bock jetzt hier alles vorzulesen, Mensch. Das ist ein ellenlanger Text. Weißt du, bei so viel Text kann man froh sein, dass ich das überhaupt lese. Weißt du, ich bin sowieso, in dem Punkt bin ich schwer. Weißt du, ich mag es an sich nicht so, wenn man mir ständig Voice-Nachrichten auf WhatsApp schickt. Aber ich mag es auch nicht, wenn man mir ellenlange Texte zuschickt. Ich weiß, ich bin da super fucked up im Grunde. So, bei mir kannst du eigentlich schon daran denken, sprech mich am besten gar nicht an. Also das ist, auf dem er reagiert, so ein Einzahler wie Fuck you! Beim Glimmertor beim Fluss tauchen. Hab ich doch jetzt hier gerade. Oder meinst du das hier? Weil, ja, die Kamera, ne? Ja, gegen Emojis habe ich nichts, also. Emojis stören mich eigentlich weniger.
ich ganz ehrlich. Okay, klar gibt's da auch. Es gibt da auch ein klares zu viel. Aber. Ist das das Tor, was ich da höre, oder? Gab es irgendwie einen Unterwassergeheimgang? Ich weiß es echt nicht mehr. Achso, drei sind schon zu viel. Wie gesagt, die Emojis stören mich nicht. Wenn ihr jetzt mit Mews um die Ecke kommt, dann habt ihr sowieso gewonnen. Ja, eben. Dann, also, wenn ihr dann noch weiblich seid, seid ihr sowieso meine Traumfrau. Dann könnt ihr schon damit rechnen, Heiratsantrag innerhalb von der nächsten Woche. Also der Idealfall, eine Frau mit einem Uganda-Nuckle-Shirt. Oder Uganda-Nuckles mit Brüsten. Ich glaube, das ist auch nicht wählerisch. Nee, da bin ich auch nicht wählerisch, nein. Wo fehlt mir eine Kugel? Das macht mich gerade kirre. Hier, warte mal, da oben. Hier ist die Döskopf-Battle hier. Ja, da hinten, dahinter ist noch wer. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Ja, dahinter. Ach, was mache ich mir denn so schwierig? Ich kann doch fliegen. Ich bin mal wieder so ein richtiges Genie gewesen, ey. So. Ich habe mal wieder ein ganz großes Häufchen gemacht. So, Glimmer. Reisen. Jetzt kann ich auch direkt mal gucken, was mir immer noch so an Achievements fehlt. Gleiten! Oh ja, der Shadow hat wieder 2 Minuten länger gebraucht. Oh, holt die Steine und die Kiesel. Boah, scheiße, Mann. Ich hab das damals instant gewonnen. Oh, der Kack hat mal wieder 2 Minuten länger gebraucht. How dare he! Der wäre viel besser, wenn ich ständig wichsen würde. Ey, ja, boah, ey. Das wäre viel besser, wenn du ständig kacken gehen würdest. Oh, good old awesome Gaiden. Cool wär's nicht, wenn du ständig kacken gehen würdest. Das war nur das Tutorial-Level. Hey, du Schlampe, ich bin die Komplettlösung. Oh mein Gott. Das ist ein Ninja-Weib mit echt dicken Titten. Hi, oh, cool wär's nicht, wenn du ständig kacken gehen würdest. Oh Gott. Warum gibt's davon eigentlich keine Remakes? Ja, ich weiß auch nicht, weil Ego Raptor mehr mit Game Grumps beschäftigt ist oder so. Oh, sorry. Manchmal kann ich da einfach nicht anders. Ey, aber ganz ehrlich, der Blackie, ne? Der hatte schon ein paar gute Quotes da damals. Auch wenn es technisch gesehen nicht sein Content war, aber darüber lässt sich diskutieren. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Was war hier denn? Ach ja, das war der Kram, das haben wir schon. Ne, alles was gefehlt hat, war das mit der Leiter. Uff. Oh, der Shadow braucht wieder länger. Alter, D-Abo. Boah, das habe ich im Kindergarten besser gespielt. Wo habe ich denn jetzt die fucking... Achso, das sind die Edelsteine von vorhin. Oh, ich wollte doch da nicht lang. Oh, Mann. Ich wollte doch nicht durch die Tür. Scheiße, Mann. Ich guck mal, warte mal. Kann man mal gucken. Ne, warte mal, das mit den Götzen kommt es. Das ist eine andere Mission. Scheiße. Oh, ich Idiot, Mann! Das unterschreibt der Hohl doch bestimmt wieder. Shadow Soul, der besteste Speedrunner der Welt. Nicht? Ey, komm, ich habe ganz gute Zeiten in Randomizer Link to the Past. Also. Ich hatte ein paar gute Runs. Halt die Fresse, du Mausfick.
Hattest du? Ja, hatte ich. Ich bin auch mit meinen Ratchet & Clank 3 Speedrun zufrieden. Hattest du? Das ist ein Zeichen, dass ich kein guter Speedrunner bin. Ich bin mit den schlechten Zeiten, die ich habe, schon zufrieden. Einfach weil mir sagt so, nee, ich habe keinen Bock auf den Stress. Giggity. Giggity, giggity. Oh, Alter, der Shadow braucht schon wieder länger. Ich habe das Spiel schon 30 Mal durch. Oh, Alter. Kann man doch so nicht angucken. Anti-Abo. Erst abonniere ich dich, dann deabonniere ich dich. Ob es Leute gibt, die sowas machen? Ja. Ich habe schon mal welche erlebt. Weißt du, das ist denn so dieser Moment, wo man sich denkt, so, Mensch, Sub for Sub war gar nicht so schlimm. Heute hast du Next Level Kindergarten. True that. Weißt du, von so seriösen Erwachsenen. Mhm. Mit SpongeBob-Bild. Die sich auf YouTube gegenseitig ankacken und dadurch irgendwie Berühmtheit kriegen. Danke für deine Hilfe beim Entzünden der Lampen. Aber es sind dann voll die seriösen Geschäftsmänner. Mit Impressum? Boah, mit Impressum, ey. Mit Espresso. Ja, und da stehen dann so harte Sachen drin wie Max Mustermann. Wieso immer Max Mustermann? Meinst du, es gibt irgendwo, jemanden, der wirklich Max Mustermann heißt und immer sagt ja, so, Ja, gibt es. Du dummer Wichser. Den gibt es tatsächlich. Oh Gott. Es gibt also tatsächlich Max Mustermann. Das ist... Ach, da oben. Halt dein Maul. Ich will doch da nur an den... War noch nicht alles. Was fehlt mir denn jetzt hier noch? Hä? Hä? Da komme ich doch nicht durch. Also diesmal passe ich aber auf. Ich gehe nicht wieder durchs Tor. Warum denn? Weil das dumm ist. Noch. Hä, wo fehlt mir denn da was? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Alter, Sparks, du bist gefeuert. Wertloser Dummfick, ey. Du hast den echt eingestellt? Mit Vertrag? Hab ich das? Ich weiß es nicht mehr. Besoffen an dem Tag. Alter, Sparks, du dummer Fick, ey. Weißt du, ich renn da oben 10 Minuten lang durch die Gegend und dann sagst du nix. Ich würde zu gern echt mal wieder die alten Teile auspacken, nur um zu gucken, ob Sparks damals schon so faul war. Ich bin mir sicher, wir haben mannigfaltige Experten, die dir das schnell erklären können. Du kannst ihn nicht feuern, er ist im Betriebsrat. Scheiße. Er ist der Betriebsrat. So, hier gibt's eine Trophäe, wo ich gesehen habe, ich darf einem Götzen keinen roten Fisch geben. Wenn mich richtig erinnere, könnte das ziemlich nervtötend werden. Weil das ist eine ziemliche Reaktionskacke. Aber ich find's schön, wie die Fische hier aussehen. Wie die Fische hier designt haben sogar. Sparks macht ab jetzt ein unbezahltes Praktikum. Er ist jetzt Praktikant. Ich wurde hier mit unfähig genug ist er ja. Eingesperrt und diese riesigen Götzenköpfe lassen die Arbeiter. Hat er was gegen Praktikanten gesagt? Für das erste Rätsel musst du alle Blöcke gelb färben. Ja, wenn du hat Probleme er. Hast. Und nun? Oh Gott, alle Blöcke. Oh nein, das ist so ein Rätsel. Oh nein. Oh no!
Oh yes. Son of a bitch! Okay, warte mal, das ist easy. Wow, Sparrow, du hast es geschafft. Nicht, dass ich je an dir gezweifelt hätte. Komm für die nächste Herausforderung zum Teich. Oh, der saß ich. Digga, ist wieder Käse getriggert. Ey, du Schlampe, ich bin die Komplettlösung. So. Dieser Götze sagt, er hat Hunger und wird erst zufrieden sein, wenn er 10 Fische verschlungen hat. Sein Magen ist empfindlich. Er verträgt nicht alle Fischarten. Reste Fische um Götzen zu verdanken, ganz schön wählerisch. Er darf halt keine roten bekommen. Was hier irgendwie um einiges einfacher ist, weil die Biester ein bisschen vorher schon den Kopf aus dem... Sparks, verpiss dich! Einer noch? Kommt da jetzt ein roter oder? Nö. Wow, ja, das ist so schwer, wenn keine roten Fische existieren. Wow, das ist so schwer, wenn einfach mal keine roten Fische existieren. Ich habe extra einen ausgelassen aus ein bisschen Respekt. Aber kannst mal sehen, das war scheißegal, das war so easy. Sparks hat hier wieder das Zeug rumliegen lassen. Ach cool, das haben wir schon mal von meiner Liste. Das ist nice. Ich habe gedacht, das mit den Dings wird um einiges schlimmer. Mit den roten Fischen. Stimmt, spielt der auf einfach. Es gibt kein einfach in diesem Spiel. Weggeröstet. Der hat das doch gehackt. Ja. Das Schlimme ist, die Fähigkeitenpunkte sind mir sogar mega scheißegal, weil sie mir absolut nichts bringen. Die Fähigkeitenpunkte bringen halt einfach nichts. Wir springen in der richtigen Reihenfolge auf die Steine, um das Rätsel zu lösen. Ich weiß nur, welcher zuerst dran ist. Den Rest musst du selbst rausfinden. Ach so, warte mal. Nochmal. Ah, wunderbar. Denn hier? Nochmal. Okay, dann. Okay, es ist nicht RNG-Bullshit. Jetzt ist es R&B Bullshit. Hä? Jetzt habe ich das hier. Den hier? Au! Ja, hä? Das macht ja Sinn soweit. Das ist Stern und ein Stern. Denn dieselbe Form, das macht auch Sinn. Ah, wahrscheinlich. Nee, warte. Warte mal. Habe ich das jetzt hier gerade? War rot. Rot und Mond. Hier ist wieder ein Mond. Und dann ist das hier ein Dreieck. Okay. Gute Arbeit, Spyro. Du bist ziemlich schlau für einen Drachen. Zumindest sagen, Drachen sind dumm. Ja. Unserem Werkzeug. Kackbatzen. Wenn Drachen zu klug sind, Frunge, sind sie heute so tot. Naja, guter Punkt. Schön, er hat mich wieder hier gespawnt. Aber gut, das haben wir auch vollständig. Jetzt fehlt nur noch Sommer, hier Sommer, Sonnenstrand. Ein Gartenstrand. Alter, das geht schneller hier jetzt, als ich dachte. Müssen wir nur noch mal wegen den Trophäen gucken. Warte mal. Das hatten wir. Verpasst den Schildkrötensuppe. Oh. Was? Schildkrötensuppe? Verpasst allen Schildkröten in Schildkrötensuppen-Herausforderungen Kopfnüsse. Okay, da muss ich ja sowieso... Was dürfen die noch schreiben? Ja, offenbar.
Schildkrötensuppe. Oh, Kackenfacken. Gut, da muss ich sowieso hin. Oh, Kackenfacken. Gibt da ein Achievement? Nein, gibt es nicht. Ich habe gerade geguckt. Das wäre da sonst in der Liste gewesen. Höchstens ein Fähigkeitspunkt. Und Fähigkeitspunkten interessieren mich in etwa so viel wie Fußpilz. Weil die bringen absolut nichts. Deswegen weiß ich nicht, warum ich die holen soll. Ja, haben wir schon gesehen. Kennen wir schon. Kenn ich schon. Brauche ich nicht. Wee. Aber mal Schildkrötensuppe war, glaube ich. Ach ja, das war die Herausforderung einfach nur. Es ist immer schön, wenn man die so instant abbricht. Kommt mir so vor, da hat das Spiel echt einiges sein. Der Seestein, der liebt dich. Er liebt dich wirklich. Seestein, er liebt dich, liebt dich. Mal treffen muss, nur weil fucking Pinguine mit einem Rettungsreifen sind, ey. So, dann wollen wir mal gucken. Da willst du hin. Okay, hi. Skate. Ey. Beweg dich. Well. Ah, da oben geht das schon los. Die Wasserbauer haben die meisten Babyschildkröten gefangen und in unglaublich stabile Kisten gesteckt. Mit einem stärkeren Flammenanzug. Ach so, der Kram. Ja, okay. Wird erledigt. Sofern ich das hab. Also Sparks. Also, ne? Wir müssen echt mal irgendwann diskutieren. Echt ich einfach. Ja, war nicht. Nö, der geht aber immer wieder zurück. Was ein Penner. Gut, dann müssen wir das nachher machen. Cool. Hab ich das jetzt schon? Nee. Der Seestern liebt dich wirklich. Er liebt dich, liebt dich. Ah, ich glaube, das ist das. Hallo, junger Drache. Oben auf dieser Leiter steht ein Koch, der aus unseren Babyschildkröten Suppe machen will. Kannst du hochklettern und ihn aufhalten? Ja, ich könnte ihn aufhalten. Aus deinen Schildkrötenfreunden mache ich eine leckere Suppe, wenn ich sie fangen kann. Versuch ruhig, sie zu retten, aber ich habe schrecklichen Hunger. Ach so. Warum wollt ihr ausgerechnet in den Topf? Oder meint ihr das hier? Ich hoffe, er meint nicht das da. Fuck. Ui. Man können Schildkröten irgendwie selbstmordgefährdet sein? Ich hoffe nicht. Du hast ein paar Schildkröten gerettet, aber es gibt noch reichlich mehr davon. Indem sie sich sagen, ich lasse mich kochen, eher weniger.
Die Herausforderung war, glaube ich, im Original um einiges schwerer. Hörst du auf, mir meine Schildkröten wegzufressen? Oh fuck. Oh nein. Oh, jetzt wird's aber langsam voll hier. Shit. Nein! Der Orwan ist denn der? Sackgesicht. So. Ich glaube, das ist jetzt das zweite und nicht das erste nochmal. Ist auch scheiße schwer, so zu zielen, ey. Auch wirklich. Warum habt ihr es so eilig zu sterben? Alter. Der müsste genau treffen. Der auch. Nice. Der geht rein. Jus. Uiuiui. Shit. Boing. Oh, nur wenn wir in den richtigen Winkel arbeiten, dann geht das schon. Na, wie viele von denen hast du? Mist! Du hast alle Schildkröten am Strand gerettet. Hier, nimm das. Ich wollte damit Kartoffeln kaufen, aber jetzt brauche ich es nicht mehr. Cool. Yes! Ich dachte, das würde schwerer werden. Aber das sieht doch schon mal soweit richtig schön aus hier. Rüste alle Zuschauer? Ja, da muss ich leider mal so rein. Da muss ich mal gucken, welches das hier ist. Benutze eine Kanone, um einen TNT-Werfer zu besiegen. Muss ich leider mal gucken, nochmal, welches Level das war. Aber erstmal müssen wir das hier fertig machen. Ui. Kamera, wenn du tauchen willst, ist aber auch echt manchmal, ne? Wenn die Physics unter Wasser gehen eigentlich. Also da habe ich schon Schlimmeres erlebt, aber... Kamera ist... Oh Gott. Die ist viel zu nah. Aber der Seestern, der liebt dich. Pinguin, was ich sein Essen wegnehmen lässt, würde er stinken. Weißt du, es ist ein Pinguin, also... Ich denke mal, wahrscheinlich macht er sich jetzt eine Teewurststulle und lässt es gut sein. Und klaut deinen Wohnraum. Ja, und verkauft ihn dann für teurer wieder. Und baut einen Flughafen. Und baut einen Flughafen, genau. Aber er kann nichts dafür. In jungen Jahren hat er ein Trauma. Die Kralle. Die Kralle. Die Kralle bestimmt, er bleibt, wenn er geht. Insider sind was Schönes. Mm, dass eigentlich nicht mal Insider sind, weil man Marc-Uwe Kling eigentlich kennen könnte. Ja, aber da müsste man die Bücher lesen oder die Hörbücher hören. Hört lieber die Hörbücher. Die Hörbücher sind um so vieles besser. Oh ja, die Stimme macht so viel mehr raus. Ja, es klingt denn einfach... Es macht um einiges mehr Spaß auch zu hören einfach. Achso, ja gut, dann halten wir die da trotzdem wieder drin gefangen, ist okay. Macht Sinn. Den Sinn dahinter verstehe ich jetzt zwar nicht so ganz. Ich meine, wir haben die Viecher befreit, aber wir lassen sie dann trotzdem da drin. Ich meine nur. Ja. Ja, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe gedacht, dass hier mit dem zweiten Teil würde nochmal um einiges komplizierter werden. Aber gut, noch haben wir ja nicht alles, ne? Noch sind wir ja nicht fertig. Noch sind wir ja nicht fertig.
hochkommen. Och, natürlich hat das nicht getroffen. Och, das verarscht mich nicht. Komm. Uji Buji. Muji Bu. Uji Buji von Muji Duji. Da oben habe ich noch was vergessen. Aber holen wir schnell mal. Wo denn jetzt noch? Also Sparks, ich will dir sowieso jetzt schon mal wieder unterstellen, dass du schon wieder was vergessen hast. Also ich gehe schon mal so weit voraus und sag, das ist nicht meine Schuld, dass ich da jetzt nochmal hin muss. Sondern ich sag mal direkt, das ist deine Schuld. Neben der Unterwasserkamera. War hier eine Truhe? Ne, dann war die weiter vorne. War die letzte weiter vorne. Halt! Da war noch laut Spacks. Ja, guck mal da hinten. So easy zu finden. Bleib mal stehen. Guck mal, da ist noch mehr. Ich sehe den, er lebt den. Er lebt dich wirklich. Sparks, ich war gerade eben da. Also wenn es so weitergeht, muss ich dich echt jedes einzelne Level feuern. Okay, jetzt habe ich keine Ahnung mehr. Jetzt müssen wir mal gleich gucken. Schauen wir doch gleich mal. Hey. Nani? Cool. Nani, ne Duck. Nani. Ey, warte mal, wo musste ich jetzt hier nochmal lang? Scheiße, jetzt bin ich sowieso komplett verwirrt. Achso, da. Nani, war Quack. Shit, wo war denn die letzte Truhe? Hä? Alter, die Kamera unter Wasser, ne? Nicht so scheiße. Ach, du stellst sie doch nur an. Hä? Wo? Da oben bei den Kröten? Stimmt, ich habe im Wasser gar nicht geguckt. Ja, es ist halt auch so ein... Es ist ein sehr deformierter Sparks. Es sieht irgendwie sehr merkwürdig aus manchmal mit ihm. Er hat halt ein paar Boxkämpfe in sich gebracht. Boxkämpfe? So, Rocky Balboa-Double. Ich bin Rocky Balboa. Oba-Boba. Wo habe ich jetzt die letzte Kiste vergessen? Wahrscheinlich sehe ich sie einfach nur nicht, weil mir die ganze Zeit die Kamera am Arsch hängt. Ah, hier. Eieieiui. Kenners. Das mit der Unterwasserkamera, das üben wir noch. Bis zum nächsten Mal. Aber der Entwickler hat gesagt, die ist voll innovativ. Jetzt hast du dich voll, du Bluden. Ja, schön. Ich bin voll der Hater. Kann ich mitleben. David, Hater. Nee, David, so cool bin ich nur auch wieder nicht. Sehr beeindruckend. Ja, dann gib dir mal Mühe. Nee. Bart hast du schon, jetzt ein Bandana. Das klappt. Alle Kügeln und alles Level. Ja, alles Level. So, dann will ich doch mal... Ozeanstrecke hier. Da soll ich einmal jeden Typen grillen auf der Brüne. Auf der Brüne vor allem. Reden ist wieder ganz gut. Du sollst unschuldige Zivilisten töten? Wahrscheinlich. Boah, voll dark. Only Russian und sowas.
Everybody's rushing. Wow, man, Alter, Job. Only Russian. Da hinten ist noch ein Einsamer. Der hat das Massaker miterlebt und ist immer noch happy. Wahrscheinlich konnte er den Nachbarn nicht leiden. Alter, weißt du, hat er erstmal miterlebt, wie jeder hier stirbt. Hurra, ich bin nicht im Arsch. Oh, oh. Ich bin doch im Arsch. Oh, scheiße. Oh, so. Ja, das ist jetzt alles in der zweiten Welt. Shutting Oase. Einem Schneemobil und dann die hängenden. Ja, okay, das ist ihr auch easy. Zuerst alle Tauben. Ist auch easy. Ich würde sagen, wenn wir gerade mal dabei sind, erledigen wir mal kurz die zwei Flugstrecken, die uns hier noch fehlen, die Achievements. No Russian war das. Ich kenne mich mit Call of Duty nicht aus oder. War das Battlefield oder was auch immer, ist mir scheißegal, ehrlich gesagt. Es war der COD. War COD? Auf einem Flughafen mit international gesuchten Terroristen, deren Steckbriefe überall aushängen. Oh hey, redet nicht Russisch. No Russian. Zuckerblät! Dabei. Stell mal echt vor und auf einmal hörst du nur Zuckerblät! Hey, ich hab noch nicht mal alle von denen getötet. Jetzt hab ich sie alle getötet. So, Metrostrecke war zuerst alle Tauben. So easy, das. Also, das sind eigentlich nur so Achievements, wo du dann einmal liest und dir denkst so. Piss easy. Oh nein, Modern Worgen. Hab ich doch. Hä? Hab ich nicht damals zuerst alle Möwen? Wahrscheinlich habe ich immer nebenbei noch was anderes gemacht. Warte mal, ich lese das sofort. Sogar da mal. Don't fly and drive. Boah, das ist so easy, ey. Könnte man eigentlich sagen, The Shadow. Alle heiß mal zu ja, natürlich. Von hier. So richtig geil. Das ist schon wieder Riptus-Blödsinn. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also, das ist halt. Okay, beim Superflug benutze eine Kanone, um einen TNT-Werfer zu besiegen. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich weiß nämlich gerade nicht mehr. Ups. Welches Level das sein könnte. Nicht Skellos Einöde, C4 vielleicht? Ich glaube C4, ja. Könnte C4 sein. Das, ich glaube, da gab es doch Kanonen. Und da gab es TNT-Werfer bestimmt. Um genau zu sein, mir ist eigentlich sogar relativ kalt gerade. Ich müsste ja eigentlich mal was überziehen. Aber es geht noch. Hm. Ich müsste vielleicht irgendwann mal das Fenster zumachen. Du hast noch Fenster auf bei dir? Oh. Ich glaube, wenn ich Fenster aufmachen würde, Käse würde mich schlachten. Wahrscheinlich würdest du deine Haut benutzen, um sich eine Wolldecke zu basteln. Höchstwahrscheinlich. Okay. Oh nein, das ist wie diese dumme Katzenmusik. Ich krieg. Geh weg. Gab's noch ein anderes Level mit einer Kanone? Es gab noch. Nee, das ist ein Anker, das war was anderes. Wüstenpalast müssen wir aber auch nochmal machen, wegen. Ja, wegen Bob. Ohne von fucking Bob getroffen zu werden, das ist. Scheiße ist das. Da gab's keine Kanonen. Kristallgletscher gab's kein TNT. Ich meine, wo gab's hier TNT-Zeug? Oh, da. Ich habe einfach nur den falschen Gegner abgeballert. Problem ist, ich glaube, das hier kann ich mir abschminken, den zu treffen.
Ja, das wird nix. Ja, doch, es ist Sefi. Ich muss nur eine andere Stelle finden dafür. Das heißt, wir hören jetzt erstmal wieder ein bisschen die schöne Katzenmusik. Das könnte passen. Oh Gott, hat sich das nochmal her? Battleblock Theater, oder? Ja, Battleblock Theater. Oh, diese Scheißmusik. Lass dich nicht von Bob treffen, ja gut. Ich wurde von Bob aber nur getötet. Das ist was anderes. Und er hat mich zum Essen eingeladen, das ist auch was anderes. Gut, dann sind wir ja... Wir sind auf echt einen guten Weg hier. Seit zwei Level müssen wir jetzt halt noch komplett machen. Aber sonst sind wir eigentlich auf einem verdammt guten Weg. Ja. Schön und gut. Deswegen für diejenigen, die sich fragen, ich lade das hier sowieso immer alles am Stück hoch, also... Hallo, shut the fuck up. Das ist okay. Nee, Flagge, genau. Das gesamte Gimmick der Stage war Flaggen. Also von dem nicht getroffen zu werden, also das ist mal, das wird super nervig. Ich werde mal ausprobieren, ob ich mir einfach so viel Zeit lassen kann, wie ich möchte. Weil dann werde ich ihn einfach so langsam wie nur möglich jagen. So in Slow Motion, basically. Weil warum soll ich mir das denn sonst so schwierig machen wieder, ne? Nicht wahr? Nani? Nani, the fuck? Nicht von Bob treffen. Woher soll man doch wissen, dass der Pisskopf Bob heißt? Steht im Handbuch. Es gibt kein Handbuch mehr. Handbücher werden so selten mittlerweile noch gemacht, was eigentlich schade ist, weil es war eigentlich immer ganz nett. Wenn du nicht gerade eine Special Edition hast. Oder Sonic Mania heißt. Ja. Sonic Mania hatte noch so ein richtig schönes Oldschool-Book. So ein Booklet halt. Das wird heutzutage einfach nicht mehr gemacht. Schade. Lad dir die PDF auf dein Handy runter. Nee, das ist auch nicht dasselbe. Wenn du da auch die ganze Zeit denkst, hau doch dein Handy auf die Fresse, davon wirst du auch nicht schlauer. Bye, fuck you. So, wir testen das ist die Moral von der Geschichte, die Kids sind komplett uninformiert, gehen zu einem Let's Player und fragen ihn, wie man das macht. In einem Video ohne Kontext zu irgendeinem Part. Shit, mir fehlen noch Gegner. Jetzt habe ich genug. Jetzt habe ich genug Seelen. Auf einmal Spyro Dark Souls. Dark Souls nur umgedreht. Aber er hat doch voll die dunkle Seite, musst du doch mal durchchecken. Boah, Mongo Luigi, genau. Vor allem Spyro und der dunkle Seite, ja. Weil er ja so bekannt ist für seine Edginess, die er unterdrücken muss, ne? Tatsache, der heißt echt Bob. Lauf ihm jetzt einfach ganz langsam. Ich meine, man muss es ja offenbar wirklich nicht in Speed machen. Es sei denn, das Spiel will mich wieder umbringen. Das ist natürlich was ganz anderes. Naja, man kann sich so viel Zeit lassen, wie man will. Das ist nice. Ich muss das bei allen drei machen. Wow. Oh wow. Das ist jetzt. Das ist fucked up. Oh Gott, ich muss das mit allen drei machen. Oh boy. Das
heißt, ich muss jetzt dreimal so in richtig Slow Motion gegen Captain Windel kämpfen hier. Ja. Gerade hier mit der Tür. Warum soll man ihm hinterherrennen, wenn es gibt ja kein Zeitlimit? Das Spiel gibt dir ja kein Zeitlimit. Du kannst dir so viel Zeit lassen hier, wie du möchtest. Und dann ist das auch um so vieles leichter, als wenn du versuchst, das in Highspeed und rennst ihm die ganze Zeit in seine scheiß Bomben, weil du eine Reaktionszeit von 0 Sekunden hast. Um so vieles leichter. Ich habe nochmal gerade das Gefühl, er schmeißt dann genau dann, wenn ich in der Cutscene bin, also mich nicht wehren kann. So, einmal noch und dann haben wir das Achievement zum Glück geschafft. Das heißt, jetzt nur nicht die Kontrolle verlieren. Jetzt bloß nicht durchdrehen. Ja, bloß nicht wahnsinnig. Wenn du durchdrehst, bist du tot. Ich sagte, werd nicht wahnsinnig, verdammt. Besser. Wenn du jetzt durchdrehst, bist du tot. Wer weiß, woher das kommt, ne? Ich habe direkt zu Anfang ein bisschen Abstand genommen, weil ich genau mir... Ja, genau wegen sowas. Weil der die Scheiße so behindert wirft. Man kann es mir hier einfach machen und ihn einfach so... Einfach sagen, fuck you. Ich fliege hier oben lang. Was willst du eigentlich? Ja, ja, mach ruhig. Bob ist ein Wichser. Das ist er. Das ist Bob. Aber ein guter. Nein, Bob ist einfach nur ein Wichser in der Windel. Also ein Windelschiss. Ein Windelfuck, ja. Einfach nur ein Windelfuck. So ein oller Windelficker. Mehr ist er gar nicht. Der kann gar nichts. Weißt du, hat so einen Turban, hat aber in Wirklichkeit einen kleinen Penis, weißt du? So ein riesen Turban. Also so ein typischer Taliban eben. Ja, so ein riesen Turban, aber wahrscheinlich ein ganz klein. Das so ist das hier. Ja, liebe Taliban, wir haben euch gerade angekackt. Und was tut ihr jetzt? So, in Deckung, easy. Erster Versuch, tatsächlich sogar. Oh, Deckung, ISIS, okay. Boah, Alter, hol, lass das. Du hast aber lang gebraucht, um mal anzuspringen. So, das haben wir auch. Nice. Wie viel Prozent haben wir mittlerweile? 83. Nice. So, den Nerv haben wir hinter uns. Ja, zerbrochene Hügel. Da müssen wir so. In die beiden Level müssen wir ja sowieso noch. Man fragt sich nur, wer hat die Hügel zerbrochen? Ja, das Level wird jetzt. Hier werden wir noch mal ein bisschen hängen jetzt. Das kann noch mal ein bisschen dauern. Mal vorab gesehen, dass wir das gesamte Level sowieso nochmal machen müssen. Unser Level muss schon früher werden. Unser Taliban muss schöner werden, was? Unser Jihad soll schöner werden. Unser Schröder muss Schröder werden? Unser Döner muss blöder werden? Oh Mann. Boah, ich hab... Es ist noch nicht mal 6, aber es ist schon stockdunkel, ey. Ich hab das Gefühl, ich stream schon seit Ewigkeiten. Das kann man echt nicht skippen. Oh wow. Doch. Danke für die Rettung. Hallo. Mag ihre Stimme immer noch. So, ich muss aber hier. Ja gut, wir müssen sowieso das Level jetzt komplett machen, also von daher. Kann man sich auch direkt mal Mühe geben. Wow. Nö. Alter, der slidet aber. Das war cool. Alter. Doch, komm, du kriegst auch noch deine eigene. Du kommst da auch noch rein. Ich muss euch sowieso alle umbringen, also von daher. Ja, und hier das andere Level hier, die Oase, werde ich wahrscheinlich einmal schnell rushen.
damit ich hier dieses Achievement kriege, dass ich da ohne Schaden, also ohne Without Source einmal durchgelaufen bin. Rush B, Rush B. Zuckerblät. Und dann werde ich wahrscheinlich das normal machen und dann habe ich eigentlich alles, ne? Ja, das sind nur noch diese beiden Level, wo uns jetzt fehlen. Und dann? Weil das mit Bob haben wir jetzt auch abgehakt. Das Ganze läuft hier gerade besser, als ich es eigentlich erwartet hätte. Ich habe jetzt gedacht, das wird hier noch... Okay, wir müssen hier immer noch eine Nebenmission machen, wo ich... wo irgendwie jeder zum Kotzen findet. Wie schön. Also, da müssen wir noch durch. Aber... Ich bin zuversichtlich. Noch bin ich zuversichtlich. So, das haben wir. Du hast alle Ja, hab ich. Cool, ne? Mann, bin ich ein Toller. So, jetzt muss ich irgendwie... Ach, scheiße, ich habe noch nicht mal genügend Viecher umgebracht. Ändern wir doch mal schnell. Ich höre immer dieses Ton. Das klingt immer wie damals bei League of Legends, wenn du eine Q gefunden hast. Euch muss ich sowieso alle ermorden. Also. Drache on a murder spree. Und jetzt habe ich mal überlegt. Also, ich muss ja jetzt mal langsam überlegen, was mache ich denn heute Abend eigentlich zu essen? Keine Ahnung. Was der Kühlschrank hergibt. Ja, aktuell nicht mehr so viel. Ich muss morgen wieder einkaufen. Deswegen aktuell ist da eher so Ebbel. So, Ebbenbeben. Diese ganzen Götzen da hinten, die muss ich sowieso nachher umbringen. Das kommt nachher noch. Auf diese Sondermission habe ich echt keine Lust, aber besser jetzt als gar nicht. So, das müssen wir, glaube ich, auch nochmal machen, schnell. Das hat funktioniert. War hier nicht irgendwo... Ach nee, muss ich gar nicht. Blödsinn. Das muss ich ja gar nicht machen. Das habe ich ja schon gemacht. Nur, ich glaube... Oh nein, er glaubt wieder. Und nein, ich versuche jetzt gerade nicht Zeit zu schinden, damit ich diese eine Mission nicht machen muss. Weil ich da absolut keine Lust drauf habe. Ich bin gerade einfach nur zu schlecht. Gobble hier. Fuck. Natürlich trifft er mich noch. Ey, das ist so klar. Ja, ich muss mal gucken. Ich weiß noch nicht. Ey, weißt du, zu dumm, eine Kanne Milch zu holen. Wäre ich hier. So. Ach, schön. Ach, schön. So lange hat er nicht gespeichert, aber das ist doch wunderbar. Hat er das wenigstens... Ne, nicht mal das hat er gespeichert. Geil. Also, cool, alles nochmal. Wir haben ja Spaß an der Sache. Du hast alles. Halt dein Maul. Super. Das Tier alle nochmal umbringen. Ist zum Glück überhaupt nicht dumm. Dieses Level, ey. Hey, Munileinchen. Ich flieg dich in die Wand. Ja, hallo. Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Mann, oh. Hängt der da jetzt drin fest, oder was? Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Ja, schön. Also manchmal das Spiel braucht noch so 1, 2, 5 Bugfixes. Ist mal ein bisschen nötig.
So, dann machen wir doch mal. Na gut, ihr sterbt sowieso alle gleich in dieser Nebenmission mit fucking Jäger, wo ich machen muss leider. Wo ich null Nerv drauf habe, aber das ist die schlimmste Nebenmission im Spiel ist. Aber irgendwas ist immer. Ja. Viele sagen, viele sind sich einig. Das ist die schlimmste Nebenmission im Spiel. Gottes Willen. Die Kamera ist ja ein bisschen fuckig. So ein bisschen am dumm rumficken, yo. Boah, da voll weggebasht den Jungen. Voll weggebasht hat er mich. Ja, das Schlimme ist, sollte ich bei der Mission Game Over gehen, haben wir ein Riesenproblem. Ein gigantonöses Problem. Ein Problem gigantischer Ausmaße. Da muss ich die ganze Scheiße nämlich noch warm machen. Die Viecher hier reinzuschubsen macht ja immer so viel Spaß. Hier mal so eine schöne Hitbox. Uiuiui, Tiffy. Hier hinten ist nichts mehr. Bringen wir es hinter uns. Ich experimentiere mit einem neuen Trank und würde ihn gern testen. Aber wegen der Erdformer traue ich mich nicht raus. Wärst du wohl so nett, mich zu begleiten? Du musst einmal um die Tür. Toll! Halte die Erdformer einfach von mir. Ja, nee, das ist nicht vier. Das ist schon... Das ist eine schlimmere Mission. Das meine ich. Weißt du, man wird da mal selber getroffen. Und das ist dumm, weil man immer nicht weiß, wo will der Typ jetzt hin. Aber offenbar sind sie, ist die KI ein bisschen dümmer geworden. Der fährt so überall hin, Mensch. Ja. Mann, was soll man denn machen? Du musst die irgendwie vorher triggern. Nein. Okay. Warte hier, ja, warte mal. Ich muss erst mal Energie nachtanken. Mein Leben ist ein bisschen wichtiger als deins. Habe ich jetzt mal so beschlossen. Problem ist, man kann die ja auch nicht irgendwie, ne, komplett wegterminieren. So, speicher bitte mal. Ich habe keinen Nerv, diese ganzen anderen Götzen wie, zweimal fertig machen zu müssen. Hab mir überlegt, könnte ich die nicht einfach alle in eine Ecke schubsen und dann sagen, so. Snooze gut. So. Warte mal, ging das da hoch? Nee, sah nur so aus. Ja, halt den Schnuten. So. Okay, ich muss also echt gucken, dass sie auf ihn gehen. Weil wenn sie auf ihn gehen, dann kann ich sagen, so. Zicke, zacke. Immerhin kostet es mich keine Leben. Aber sobald die ihn angefuckt haben, kann ich wenigstens sagen, so. Genau. Sobald die halt ihn im Fokus haben, dann geht das. Dann bin ich auch ein bisschen sicherer. Da. Man erkennt das immer. Die drehen sich so ein ganz kleines bisschen dann. Was? Okay. Die drehen sich dann immer. Und dann siehst du, dass die ihn im Fokus haben und nicht dich. Das ist praktisch. Hä? Wo ist denn der? Oh, wo bist du lang gelaufen, du Assipack? Deswegen ist diese Mission absoluter Bullshit. Weißt du, der muss einmal um die Tür. Er muss darüber. Aber nee, er geht 3 Jahre zur Seite. Alter. Richtiger Hurensohn ist das. Wie ist. Der wurde doch gar nicht.
Och, halt doch dein Maul, Junge. Alter, wirklich, du scheiß Arzt. Man merkt, er hat Spaß. Ja, aber das ist so eine dumme Mission einfach. Die ist so, die war damals dumm und sie ist heute dumm. Weißt du, er muss einmal die Tür raus. Weißt du, 2 Meter von seiner Drecksbude entfernt. Aber ist zu schwer. Ist richtig. Und dann sind die alle so nebeneinander. Es ist einfach nur dumm und unnötig. So, mach zackig hier jetzt. Das Schlimmste ist, der zweite Teil davon wird noch schlimmer. Weißt du, wir haben es geschafft, eine Mission in 2 Teile zu kombinieren. Und die 2 Teile sind schlimmer als beides. Das ist beides genauso schlimm. Nicht nur der Kack dauert ewig und ist dumm. Nee, der zweite ist noch beschissener. Vor allem, dass man hier sein Leben... Ich hab ihn doch noch getroffen. Mann. Och, mach hin. Kau mir kein Ohr ab, ey. Das ist so eine richtig dumme Mission einfach nur. Ach schön, jetzt kann ich die auch noch so platzieren, dass sie ihm im Weg, dass sie ihm im Weg stehen, oder was? Das hat ja gerade noch gefehlt. What the fuck? Ey. Nein, mach ich nicht. Boah, erstmal wieder Energie, du Sackgesicht. Ey, was ist das für ein Bullshit? Was ist das für ein absoluter Bullshit? Sie haben es noch schlimmer gemacht, ey. Noch schlimmer als im Original. Jetzt ist die Scheiße auch noch verbuggt. Ey, das hat ja gerade noch gefehlt. Der wurde nicht mal getroffen. Der wurde doch nicht... Er steht davor. Och, halt dein Maul und lauf. Du musst einmal da zur Seite. Einmal links abbiegen. Dauert keine 5 Sekunden. Einmal mit. Hallo! Das Scheißspiel ist verbuggt! Ey! Ich lauf gegen dich, aber es zählt nicht! Das ist so dumm! Jetzt laufe ich schon gegen dich und es funktioniert. Es wirkt nicht! Einmal akzeptiere, aber zweimal ist jetzt Bullshit! So wirklich. So, komm, mach hin. Du Scheißvieh, ey. So. Autsch. Ich darf jetzt nicht getroffen werden, ey. Ja, er dreht um, der Hurensohn. Der Hurenbock dreht einfach um. Ich glaub es nicht. Komm. Ich hoffe, es tötet dich. Meine Füße fühlen sich schon besser. Ach, halt's Maul, Jäger. Oh, das sind die schlimmsten Missionen im gesamten Spiel. Nein. Fuck you, ich bin am Sterben. Ich hab keinen Bock, alles normal zu machen wegen dir. Oh, Schweineparade hier. Oh, Himmel, Arsch und Zwirn. Es war im Original genauso schlimm. Wirklich, es ist unverändert schlimm. Nur, dass es hier irgendwie auch noch verbuggt ist. Es ist ganz merkwürdig. Wenn denn die Scheiße funktionieren würde. So, und jetzt kommt ja der richtige Spaß. Irgendwann der richtige Spaß mit Jäger. So, Dipshit. Wenn du schon da bist, würdest du mir helfen? Wie würdest du schon da bist? Halt dein Maul. So, seh zu. Na, ich bin gleich wieder da. Jo. Vielleicht haben sie das ja hier wenigstens ein bisschen besser gemacht.
Ja, scheint so. Er wo? Oh, meine Güte. Ja, da haben sie die Hitbox verbessert. Im Original war das echt schrecklich, wie man die da treffen musste teilweise. Aber hier ist die Hitbox um einiges angenehmer. Ich find's aber geil, dass er so übertriebenste Pfeile hat. Wir sind ein tolles Team. Hier, das wollte ich den Alchemisten geben. Aber ich bin gerade sauer auf ihn. Ach so, du wolltest das, was mir eigentlich helfen könnte, jemandem anderen geben. Weißt du was, Jäger? Ich hoffe, mein Herr, ich hoffe, du bist bald eine aussterbende Tierart, ey, ohne Scheiß. Dreckiges Mistvieh. Gott, nee. Bin ich froh, dass ich das jetzt hinter mir habe, ey. Aber wo ist jetzt hier noch Geld? Hä? Eieiei. Das Schlimme ist, ich will das Spiel ja nicht als verbuggt bezeichnen, weil an sich das meiste funktioniert. Aber es gibt halt so hier und da Momente, wo einfach mehr frustrierend sind, als es muss. Einfach weil dann gewisse Sachen nicht funktionieren. Ich meine, ihr habt es ja gerade gesehen, ich bin gegen die Dinger gelaufen und they didn't fucking care. Halt deinen Schnabel. Ich schwöre, ich schieb dir dein Jojo quer in den Arsch. Hä, hey, was ist denn da? Wo soll ich denn da hin? Ich bin jetzt eine Kuh. Hey, wo will das Spiel sich hingehen? Hier, der hier? Ja gut. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Ach du Scheiße, wie soll ich das denn machen? Ich muss also... Ah, warte mal, könnte ich... Ganz krasse Kurve nehmen? Geht das? Komme ich da überhaupt hoch? Das ist die Frage aller Fragen. Charity, das ist okay. Charity ist wesentlich was Gutes. Und vielen Dank für die Bits, du. Nee, weil Spyro springt wie ein Laster. Keine Ahnung warum, aber... Er springt einfach gerne wie ein Laster. Ergo, wir müssen es auf die normale... Schön programmiert, das Spiel. Wunderschön. Lecker. Lecker, lecker, lecker. Nice polish, though. Bin nur gerade ein bisschen salzig. Mehr nicht. Wunderbar. Kann ich nicht einfach hier längs fetzen und dann... So, und dann hier... Ne, warte mal. Ja gut, hier muss ich so oder so lang, also es ist scheißegal. Na gut, wir haben wenigstens das Achievement, das ist schon mal etwas. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen was machen. Es fehlt, glaube ich, nicht mehr, es fehlt nicht mehr so viel. Es fehlt uns ja nicht mehr so viel. Oh mein Gott, aber sie haben es geschafft, den Turbo etwas erträglicher zu machen. Ich bin im falschen... Ja, ich war im falschen. Scheiße. Wo hätte ich denn hingemusst? Da. Warte mal, wie soll ich das am besten machen? Denn so? Also quasi nochmal abbiegen? Also basically so. Und dann... Ja, das wäre am schlausten, wenn ich einfach diese Kurve nutze. Das heißt, ich muss einmal einen kompletten Run machen und dann statt da zur Tür zu rennen, muss ich hier diesen Bogen nutzen. Okay. Das kriegen wir hin. Könnte ein, zwei Anläufe brauchen und am Ende sage ich nur wieder First Try. So einfach ist das. Upa. Das war zu tief. Da hätte ich noch... Muss ich da bis ganz zum Ende? Scheinbar. Aber es steht mir eine fiese Kurve bevor dann. Das ist eine fiese Kurve. So. Das ist immer schön hier.
Dass ausgerechnet da eine Lavagrube ist. Aber an sich fehlen uns technisch gesehen nur noch zwei Level an Complete-Status. Mehr fehlt uns nicht. Also das Level hier und dann das nächste. Und halt, ja, halt deinen Schnabel, ich habe deinen Kram schon gemacht. Meine Güte. Sabbel deine mal an hier von der Seite. Fuck. Fuck. So. Also jetzt steht der hier total smug. Der fucking Jäger, fuck. Okay. Es ist hier um einiges easier zu kontrollieren als damals. Also das muss man sagen. Oh! Oh, 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 spicy! Oh, das war zu spicy. So, das Level rushen wir einmal und dann... Ja, das ist eigentlich easy. Uiuiui. Ui, ui. Gut, 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 gut. Soweit können wir ja nochmal gucken. 86. Ich glaube sogar mehr. Ne, 86. Ja, jetzt fehlt nur noch Schattige Oase. Nicht das gefährliche Wasser touchen. Das ist easy. Das rushen wir jetzt einmal. Ja, wir sind so gut wie durch. So, Leute. Wir sind so gut wie durch. Der Kuchen ist so gut wie gegessen. Halt das Level noch komplett machen. Dann den Final Boss einmal alle Arten benutzen. Aber das dürfte eigentlich auch kein Ding sein. Ja, ja, ist gut. Ist gut, Digi. Mach schon. Digitier mal. So, hier, das, wie gesagt, wir rushen es jetzt einmal. Einfach damit wir nicht in Versuchung des bösen Wassers kommen. Beziehungsweise, dass wir dann schon mal alles soweit haben. Und dann brauchen wir nämlich nur noch einmal gucken, dass wir dann... Ja, den Boss machen. Also an sich ist es hier... Ich hab gedacht, es wird schlimmer. So, Dicky, komm. Ich hab heute noch was vor. Ah, durchgekommen. Ja, ich hab's geschafft, tatsächlich. Jetzt muss ich halt noch ein Level machen und dann den Boss und dann hab ich's tatsächlich geschafft. Dann hab ich tatsächlich den zweiten auch schon auf Platin. Wo ich jetzt echt sagen muss, es ging doch leichter, als ich dachte. Als ich zuerst gehört habe, so von wegen, ich brauche auch alle Könnerpunkte, habe ich schon so gedacht, so... Ah, okay, das könnte schon vielleicht ein bisschen tricky werden an ein, zwei Stellen. Aber als ich jetzt gemerkt habe, ich brauche die gar nicht, das ist also absoluter Blödsinn. Das ist wie im ersten Teil, wo du die Könnerpunkte auch nicht gebraucht hast. Was ich nicht verstehe, weil sie... Eigentlich wäre das noch easy, um die Platin-Trophäen mal ein bisschen mehr tricky zu machen. Weil so ist es schon fast so, spiel das Spiel 100% durch und you got it. Too easy. Spit. I will spit on you. And I will spit on you too. And on you. Achso, ja. Ich muss spit. Ach komm, wo ist denn der Knödel jetzt schon wieder? Ich weiß nicht, ich riskiere hier gerade meine Trophäe für ihn. So, komm, Pummelchen. Jetzt mach mal hier. Was stehst du hier rum? Meine Güte, es lebt nichts mehr. Ja, komm, Draghi. Wir sind so gut wie fertig mit Spyro 2. Boah, du kleine Falte. Alter, beweg dich endlich. Meine Güte, muss ich dir jeden Schritt vorkauen, oder was? Himmel, Arsch und Zwirn. Hier, spuck auf den Baum. Ja, Spyro 3 kommt denn... Ich mach's wahrscheinlich Dienstag. Weil, ja, heute wollte ich nur den Kram hier durchmachen. Also halt den zweiten fertig. Auf Platin. Ich schon direkt das Achievement, oder?
Ja, trockene Füße. Nice. Das heißt, ich kann das Level hier direkt fertig machen. Mach's so richtig fertig. Genau wie damals, als ich seine Freundin fertig gemacht habe. So, jetzt ist es ja auch egal, ob wir Schaden nehmen oder nicht, weil das einzige, die einzigen Achievements, die uns jetzt noch fehlen, ist quasi einmal gegen Repto alles an Zeug einsetzen, was wir haben. Meine 8 Brüder sind in Stein gefangen und werden versinken, wenn du sie nicht befreist. Mach Kopfstöße auf Steine, indem du springst und dann mir nach. Und denk dran. Ja, sabbel mir nicht ein Ohr ab, Junge. Ah, sie werden sinken. Deswegen fangen sie auf einmal zu floaten, oder was? Alter. Du hast ein paar merkwürdige Hippo-Freunde. Spyro sieht aber so cool aus in der Farbe. Aber haben die Flügel oder? Danke für die Rettung. Keine Ahnung. Ich habe nur dieses Dingsbums für dich. Aber wenigstens ist es kein Stein. Boah, scheiße, es ist kein Stein. Mann, aber ich habe mir einen Stein gewünscht, du Hippo-Fuck. Ey, ist immer wieder typisch, ey. Weißt du? Ne, weißt du, da wünscht man sich einmal in seinem Leben einen scheiß Stein und kriegt selbst das nicht. Ey, das ist schrecklich. All I want for Christmas is Stein. Da hinten. Jetzt müssen wir hier nur noch die restlichen Edelschweine sammeln und dann sind wir so gut wie es durch mit Spyro 2. Wie gesagt, ich hätte gedacht, das wird um einiges stressiger. Aber wenn man erstmal raus hat, dass man die scheiß Könnerpunkte gar nicht braucht, dann macht es einem das so viel leichter. Ist das schon beim Anfang? Ich hab nicht gesagt, ich will Kumpelstein, ich will einfach nur einen Stein. Ihr könnt so viel Tolles mit einem Stein anfangen, wisst ihr das? Ich könnte so viel cooles Zeug mit, allein nur mit einem Stein anfangen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Außer wenn ihr nicht kreativ seid, dann sind euch Grenzen gesetzt. That's a big oof. Shit, müssen wir nochmal durch. Na gut, rennen wir nochmal durch. Wurde ich jetzt in dem Level überhaupt mal irgendwie getroffen? Weißt du, dann, wenn ich das machen will, schaffe ich es nicht. Aber wenn ich es, ne? Ihr versteht mich. Swoop. Hier lebt ja noch wer. Man muss ja auch immer gucken, ob Sparks immer, ne? Genau das meine ich. Weil er schon wieder mit Fressen beschäftigt ist. Denkt immer nur ans Fressen, der Dude. Wupp. Oh, Fats. Dann der Richtung. Okay. So, was fehlt uns? Was fehlt uns hier überhaupt noch? Zwei Edelsteine fehlen uns mal wieder. Mir fehlt noch hier ein Dings. Spyro, drei Diebe haben unsere magischen Messinglampen gestohlen. Bitte hol die Lampen zurück, bevor sie sie von der schattigen Oase wegschaffen. Boah, Alter, die haben richtig ihren Spaß. Da unten? Ach, komm doch mal her, du kleiner Ficker. Er hat einen geileren Wendekreis als ich. Gotcha.
Weißt du mal, so weit habe ich schon ganz vergessen, dass ich noch eine Kugel sammeln soll. Ich habe diese Lampe und niemand wird mich jetzt mehr aufhalten. Außer vielleicht ein Drache, das könnte nochmal ein Problem werden. Warum ist mir so schwierig? Ja, das mit dem Gleiten haben sie hier echt ein bisschen merkwürdig gestaltet an einigen Ecken. Weil manchmal, ne? Zack. Weil manchmal will er es einfach nicht. Ist manchmal ein Problem. Aber nur manchmal. Wurde noch nicht einmal von irgendwas getroffen. Bin halber Spyro-Gott oder auch nicht. Ist mir egal. Eigentlich habe ich nur so ein bisschen Hunger. Mittlerweile ist lang her, dass ich was zwischen die Kiemen gekriegt habe. Dabei habe ich heute an sich sogar schon an sich relativ spät gefrühstückt eigentlich. Einfach weil ich morgens keinen Hunger hatte. Hey, du kannst eine Nerven. Du wirst eine Nervensäge. Ich eine tote Nervensäge, wenn ich mit dir fertig bin. Aber immer noch eine Nervensäge. Aber immer noch eine Nervensäge. Selbst im Tod nervt. Selbst im Tod wirst du mich nerven! Ach, boah, der Grabstein sieht ja scheiße aus, das nervt mich. Danke, dass du die magischen Lampen zurückgebracht hast. Hier, eine Kugel. Die habe ich von einer Fee, aber sie leuchtet nicht so. Die Fee oder die Kugel? ...64, sind das jetzt alle? Ich habe 96%. Jetzt ist die Frage, ist Ripto quasi 100% dann, oder? Ich wüsste jetzt nicht, ob ich noch ein Level vergessen habe oder so. Es fühlt sich nämlich an, als ob ich irgendwie ein ganzes Level übersehen habe in der Wintertundra. Gegendi. Ripto ist 100%. Na gut, dann sind wir so gut wie fertig mit Spyro 2. Also man muss ja mal echt sagen, wenn man die Spiele damals gespielt hat, dann die auf Platin zu machen, ist echt nicht so lang, muss man ja mal sagen. Aber trotzdem, also ich würde mich da immer noch nicht für beschweren, schlicht und ergreifend, weil 30 Euro für drei Spiele, wo, also das wäre dann 10 Euro pro Spiel. Und 10 Euro pro Spiel ist bei der Qualität, ne, finde ich bei der Qualität echt was Gutes. Hast du das Spielzeug gesehen? Die Qualität des Spielzeugs? Kennt bestimmt keiner diese Referenz. Also wenn die jemand kennt, dann bin ich überrascht. Das würde mich wirklich überraschen. So, jetzt müssen wir halt nur noch in der einen Phase mit Ripto einmal alles ihm an den Kopf schmeißen, was es gibt. Dann machen wir einmal dumme Minispiele und dann, ja. Und dann haben wir Spyro 2 durch. Let's go! Schwabdi! Yeah. Kein Aim ist scheiße, Junge. Hey, Kleiner. Vielleicht kann ich helfen. Was? Du schon wieder? Yep. Du willst den Energiekristall testen? Ich melde mich freiwillig. Ich halt auch schön still, versprochen. Die Idee mag ich. Drache, du bist geliefert. Du bist gefeuert. Ich meine, geliefert. Das sieht wiederum richtig cool aus, irgendwie. Das hat irgendwie was. So, gut. Ich weiß ja, wie das eigentlich funktioniert noch. Ich meine.
Aber erstmal wieder laden und laden und laden. Laden, laden, laden. Wir wollen dir im Kampf gegen Ripto helfen. Elora benutzt die Kugeln, um Power-Up-Energie zu speichern. Und nie an die Jäger Kinder bitte, die geladenen Kugeln zu werfen, wenn sie bereit sind. Der Professor experimentiert gerade mit neuen Formen von Power-Up-Energie. Bald wirst du also Fähigkeiten haben, die noch niemand zuvor gesehen hat. Cool. Die Musik ist nice. Ach, genau so war das. Ja, geil. Habe ich ihn damit jetzt getroffen? Ja, ne? Ah, stimmt. Und wenn er die Kugeln kriegt, kriegt er so ein Mega-Power-Up, war das. Oh, 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 oh. Nein! Shit. Das war an sich ein cooles Gimmick. Bam! So, jetzt muss ich ihn nur noch mal mit dem Roten treffen. Ach, guck mal. Das war easy. Haben wir das jetzt irgendwie schon? Damit ihn zu treffen ist echt... Alter, dein Aim ist Trash, Junge. Weißt du, du bist wie so eine normale Widowmaker. Weißt du, du triffst einfach kein Scheuntor. Turbo Speed geht auch gut durch. Ach ja, da war ja was. Meins. Oh no. Fuck. Stimmt, das Gimmick ging ja durch den gesamten Fight. Oh, besonders freue ich mich nachher auf den dritten, auf die Bossfights. Die waren eigentlich voll cool. Wenn mich richtig erinnere. Der dritte Teil hatte richtig coole... Wow, holla. Oh Gott, er hat sein Aim verbessert. So, magst du jetzt auch mal wieder Kugeln runterlassen? Oder ein Schaf von mir aus. Ja, leg es direkt neben ihn. Oh, schade. Das wäre ja fast One-Face geworden hier. Ich merke schon, er hat seinen Aim vergesteigert. Er ist auf einmal eine fortgeschrittene Widowmaker-Main. Könnt ihr mal aufhören, den Kram immer neben ihn zu packen? 2% vegetieren zu 3. Oh yeah. Ach. Ab 5% ist die Fähigkeit, Namen von Teammembern richtig zu schreiben. Stimmt, das Ende war ein Flugfight. Wo ich keine Barrel Roll machen kann. Doch, ich kann einen dummen Looping machen. Schwerer Roll. Wow, das wäre fast cool gewesen. Das war sogar tatsächlich cool. Mensch, jetzt sogar... Na gut, perfekt. Gut, dass ich das nicht perfekt machen muss. Das wäre, glaube ich, echt Abfuck. Oh, jetzt wird es aber nochmal spannend hier. Oder auch nicht. Ich gewinne. By the way, habt ihr euch mal gefragt, wie Ripto das hier überlebt? Och, schade. Hier wird das nicht mal gezeigt. Schade, im Original hat man richtig gesehen, wie er eingeschmolzen wurde. Da hat man den Kerl einfach richtig eingeschmolzen. Na, seine Flagge hätte er aber schon gern behalten. Die sah nice aus.
Wir können dir gar nicht genug danken, Spyro. Ich schätze, du musst jetzt gehen? Ja, es wird Zeit. Und so wurde Spyro plötzlich horny. Sie wissen mich bestimmt und mein Urlaub wartet auch noch auf mich. Jetzt brauche ich ihn mehr denn je. Gay, Jay? Bevor du gehst, ich glaube, Geldsack möchte dir etwas geben. Hm, ich möchte das sicher nicht. Jäger? Oh, in dem dritten Teil darf man dasselbe machen. Tut es leid, dass er dir auf der Reise durch Avala so viel abgekauft hat. Horny werden? Behalte die Edelsteine. Das auch. Ich merke schon, sie haben sich an ihre älter werdenden Zuschauer gerichtet. Die neuen Koordinaten eingeben. Da, Spyro, jetzt kannst du zum Drachenufer. Und so wurde Spyro schwanger. Urlaub würde euch sicher gut machen. Kennt auch. Na, na, na. Wenn schon, dann auch richtig. Er wurde super schwanger. Er wurde super schwanger. Wir müssen hier aufräumen. Aber denk dran, dass du immer von Sonic war der Vater. Zurück kannst, um uns zu besuchen. Oh, okay. Komm schon, Sparks. Wir haben dringend einen Urlaub nachzuholen. Ja. Jetzt kommen hier schon wieder die merkwürdigsten Fanfictions. Nichts, was schon existieren würde. Reptogeffekt besiegt, meine ich. Um genau zu sein, eingeschmolzen, aber so genau wollen wir das mal nicht nehmen, ne? Ach Gott, Arnie kam auch eingeschmolzen zurück. Das stimmt auch wieder. Aber Arnie war cool. Cool eingeschmolzen. Und er hatte wenigstens einen coolen Theme, der immer so da-dan, dan, da-dan. Gut gemacht, Spyro. Hereinspaziert in den Drachenuferpark. Oh ja, 100% Content. Übrigens, wenn du 10 Marken gewinnst, kannst du unser Kino besuchen. I don't give a shit about your Kino. Ich will nur die Superflamme, damit ich das Spiel auf Platin hab. Gut, ich muss das nicht mal machen. Sehr schön. Ja, eigentlich müssen wir das hier gar nicht machen. Aber ich mach's trotzdem. Willkommen zur Drachenufer Achterbahn. Hier wird nicht einfach nur gefahren. Wenn du alle Ballons auf der Strecke platzen lässt, wartet eine Marke auf dich. Stopp! Geh acht auf deine Mitfahrer. Heute ist es ganz schön voll hier. Ach ja. Und so haben wir Spyro jetzt auch schon auf Platin. War ja milde easy. Vor allem, das hier ist jetzt eigentlich schon im Vergleich zu dem, was man machen musste, um überhaupt hierher zu kommen, ist das ja hier schon lachhaft. Gut gemacht, Drache. Und Nuga, danke für die Bits. Ja, komm, das machen wir trotzdem, okay, aber. Ich lege jetzt diesen Schalter um, dann kannst du noch mehr Strecken fahren. Versuch auch hier die Balance. Die acht auf deine Mitfahrer. Ja, ganz schön voll, Schnörkendi, Hörkendi. Schwirbeltörpel. Vor allem, du musst meistens nicht mal springen, du musst einfach nur gucken, ob dir irgend so ein Assi entgegenkommt. Mehr musst du gar nicht gucken. Okay. Wie gesagt, an sich muss ich das hier nicht mal machen. Also ich hab's jetzt auf Platin, also für mich ist das Ganze hier gegessen. Aber ich mach's trotzdem, der Komplettität halber. Ja, aber da muss doch die Fähigkeit... Nein, Schusch. Das heißt Schusch. Lügen tust du, das tust du. Lügen tust du, das machst du. Kann ich irgendwie selber bestimmen, wo ich lang fahre? Ich kann halt nicht kontrollieren, wo ich lang fahre. Also, ich kann springen. Dieses Geräusch von den Ballons immer, ey. Klöppel, löpp. Ja, nee, es ist so,
Kennst du das, wenn du so einen Luftballon in der Hand hast und einfach nur dran, wenn er einfach nur quietscht? Oh ja. So ein Geräusch. Das kann man kontrollieren. Ich konnte das irgendwie gerade nicht. Nur einmal, aber so ganz weird. Huh. Wieso liegt hier mein Baby auf der Straße? Baby on the road, Baby on the road. Da hier will ich jetzt. Jetzt fährt er hier auch. Stopp, stopp. Hey, nicht übel. Hier ist noch eine Marke. Noch eine Fahrt. Du hast es drauf. Diesmal musst du auch mit der Kanone an deinem Wagen Balance abschießen. Die Acht auf der. Gut, fein. Hallo. Leider wieder nicht. Oh Gott, die sind ja fies platziert. Das war dumm. Der trifft mich immer. Der Penner, ey. Och Mann. Deswegen müsste das nicht mal machen hier, ey. An sich bringt das gar nichts. Oh, fies. Ja gut, gleich nochmal. Sag mal. Den einen habe ich erwischt. Hey, Salin. Zonk. So. Zoink. Zoink. Swonky. Shit. Splendid. Splendid. Die auf Distanz sind echt assig zu treffen, so ein bisschen. Boah, da war noch einer! Oh. Oh, so ein Fieser! Hat er sich versteckt? Ja, der hat sich verstickt, hat er sich. Der böse Fiesling. So, sniped. Snirgendirk. Das auch. Baby on the train. Oh fuck. Das hätte fast in die Hose gehen können. Kann mal jemand sein fucking Baby da von der von den Schienen entfernen? Baby auf dem Gleis, Baby auf dem Gleis. Baby auf dem Gleis, Baby auf dem Gleis. Ich hab typisch Alltag bei der Bahn. Mhm. Baby auf dem Gleis, Baby auf dem Gleis. So, hier. Oh, den hab ich auch noch erwischt. Oh, den habe ich. Das ist schön. Das Schöne ist das. Hui! So, jetzt wird nur noch der. Oh Gott, Baby auf dem Gleis! Immer die Babys. Baby auf dem Gleis, Baby auf dem Gleis! Naturtalent, der Held der Achterbahn. Es ist aber auch ein verdammter Ohrwurm. Ja, ne? Möchtest du nur zum Spaß? Nur zum Spaß? Fuck you! Zieh ab! Nur zum Spaß ein Baby auf dem Gleis. Nur zum Spaß ein Baby auf dem Gleis anfahren. Kostenlos! Keine Anzahlung, keine monatlichen Gebühren. Dafür gebe ich dir eine Marke. Mehr habe ich nicht zu geben, aber dafür darfst du so oft fahren, wie du willst. Oh yeah. Steig ein, mein... Wer kam denn da? Ein Zombie-Modus-Keks. Oh shit. Ah, das Übliche. Hi! Hi. Ja, Leute, Keks ist da. Hallo. Okay, die datet ein Baby. Er ist zu blöd zum Daten. Der datet auch ein Baby. Das sieht schon richtiger aus. Es ist okay. I guess it's okay. Hier ist deine Marke. Ganz merkwürdig, dass die meisten auf dieser Strecke irgendwie Kinder gedatet haben. Seems wrong. Ich hab einmal den Zuhälter-Express genommen. Es seems wrong. Baby auf dem Gleis, Baby auf dem Gleis. Du sollst jetzt na, Keks, sicher sein. Wie war dein Tag? Du dich mal an meinem Schießstand versuchen? Okay, oh, so gut. Halt. Du klingst so richtig fit.
Heute war Filmbörse und Jazz und ich dachten uns, wir können Olli und Sophie da nicht alleine rumrennen lassen. Also sind wir mitgekommen. Ja. Ja. Erzähl mir mehr. So kalt! So kalt, ja, dann zieh dir was an! Hatten wir ja trotzdem einen Arschkalt. Mehr! Mach dir warme Gedanken. Stell dir warme Denk Dinge vor. Gut gemacht. Bereit für die nächste Runde? Denk an brennende Dinge. Wir wollten ja gerne Leute anzünden. Aber durften wir ja nicht. Ach Göttchen. Oh mein Gott. Spießerveranstaltung. Echt mal. Was geht hier noch auf solche Spießer-Events, ey? Spitze! Hier ist meine letzte. Nee, Jazz und ich, wir hätten gerne Leute angezündet. Nur Olli und Sophie meinen so, nee, das ist nicht ganz so gut für uns, für die Gruppe. Ach, ja, das ist relativ. Was wissen die schon über den Gruppenzusammenhalt? So gemeinschaftlich ein Lagerfeuer machen? Man muss halt denken, Olli ist böse. Olli ist schuld. Und sieh dir unser heutiges ja, merke ich schon. In dieser Bude lauern einige der grausamsten Kreaturen, die du je gesehen hast. Diesen Baseball kannst du spucken, Sportsfreund. Visiere dein Ziel an, spuck den Ball aus und sieh zu, wie die Kreaturen. Und wir hatten heute wirklich einen Tannenbaum mit Sonnenbrille drin. Oh, die Idee hat euch also doch gefallen. Wir hatten halt einen schwarzen Tannenbaum, wir hatten leider nicht genug Sonnenbrillen gehabt. Und da war halt dann einer, der hat so von den Random Stars-Typen gemacht. Hey, das war doch lustig, oder? Diese Marke ist deine Belohnung dafür. Und ich so, ey, du hast eine Sonnenbrille, darf ich die mir mal kurz ausleihen? Ich so, ja, warum? Nimm die Sonnenbrille, setz dir in den Tannenbaum rein, mach ein Foto. Dafür! Oh, das ist jetzt Befriedigung. Sinkt wie ein Stein. Gar nicht so schwierig, oder? Hier ist noch eine Marke für dich. Vor allem, die geben mir die ganze Zeit irgendwelche Marken für Zeug, wo easy ist. Mach ruhig weiter, wenn du willst. Mach ruhig weiter. Ertränkt noch mehr Unschuldige. Aber das ist ein Pinguin, der kann schwimmen. Der kriegt das hin. Pinguin ist wow, böse. Du bist echt zielsicher. Hier, das ist... Ich meine, es ist ja süß, dass man hier überhaupt sowas machen kann. Vor allem, dass hier immer wieder andere Gegner drin sitzen. Es ist wenigstens mal Content, wo du kriegst, wenn du tatsächlich 100% in dem Spiel machst. Hey Spyro, heute ist dein Glückstag. Oh Mann, ey. Du hast genügend Marken gewonnen. Ich hab meine Männer verloren. Ich hab meinen Content verloren, Mann. Was sind da denn für Plakate? Alter, das sieht immer cool aus. Reignited Trilogy, nice. Ja, und hier könnte man sich jetzt halt die gesamten Cutscenes nochmal angucken. Ist halt an sich süß, dass man das kann. Aber ja. Das war's schon mit Spyro 2 und ich hab's auch schon auf Platin nach ein paar Stunden. Hi, Alex. Da krieg ich hier so viel Platin hinterher geschissen. Alex. Aha. Wow. Ich bin froh, dass du heute zu Hause geblieben bist.